Banane OG würde ich nicht essen. Also die Liste heißt All MCU Movies and Series MCU 2024 Tierlist Maker with Spider-Man, Tobey Maguire and Andrew Garfield plus Venom plus Saga The Defenders plus Deadpool 1 und 2. Oh, da wird Diskussion geben, da kann ich jetzt schon sagen. Ja, natürlich wird Diskussion geben, aber das ist mit drin. Ja, da wisst ihr Bescheid jetzt, worum es geht. Wo sind denn da die Spider-Man mit Tobey? Ach, da! Da weiß ich noch, wie sie Peter damals Zwegert das... Peter Zwegert donated 5 Euro. Hallo Peter Zwegert. Übrigens 3 1415926535 8979332386 26433832790 50288419 Geil, Jungklo, danke schön. 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 0 5 8 2 0 9 7 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 8 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7 0 6 2 8 0 3 4 8 2 5 9 8 6 5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7. Ich hatte wahrscheinlich schon die maximale Länge. So. Der ist noch nicht fertig. Evolution donated 3 Euro. Hey Bramen, Wahnsinn. Ob das eine gute Idee war? Ich hab gebimmelt. Kleiner als 3 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 kle
Ja, ich würde dann auch meine. Ich glaube, ich würde. Ich setze den kurz auf. Ah, du diskutierst kurz. Da hat gerade jemand geklingelt. Ja, das klingelt ja die ganze Zeit bei mir. A, Minimum A, Maximum eine B. Nee, Lokomotive, da bin ich dann nicht bei dir. A, B plus. Hey, Stupid. Ja, ich bin auch bei A, Leute. Also, die Avengers-Filme waren schon ganz nice. Das Schlimme ist, vergleich mal den schlechtesten Avengers-Film mit dem besten Marvel-Film der letzten 2 Jahre, wenn du Spider-Man rausnimmst. So. Schade. Sind die Serien auch dabei? Yo. Yo, die sind mit dabei gleich. Okay, also Age of Ultron aktuell, also wenn Ant-Man auf B ist, dann würde ich sagen, ist Avengers Ultron sogar auf Dark Knight-Trilogie-Level. Boah. Aber dann haben wir nichts Höheres mehr für die anderen Filme. Weil wir können ja noch so Zwischenlevel einfügen. Also willst du den erstmal auf S, also auf ganz oben setzen? Ah, weiß ich nicht. Chris, ich will ein Kind von dir, donated 5 Euro. Bin ehrlich, bei MCU bin ich raus, seit ich weiß, dass Tony Stark von Hogwarts geworfen wurde und Darth Vader der Vater von Gandalf ist. Ja, bin ich ganz bei dir. Dankeschön für 5 Euro. Der Tony Stark. Wir können ihn erstmal da sitzen lassen, ja, und dann gucken wir mal. Weil jetzt kommt nämlich direkt Infinity Wars. Ja, holy shit. Also, oben. Ja. Also den fand ich fett. Ja, der war auch geil. Und ich würde sagen, also ich persönlich hätte den als einen der besten aus dem ganzen MCU, ja, mit eingeschmissen. Also Infinity War und Endgame sind mit so die besten, was das MCU rausgeschmissen hat, finde ich. Finde ich auch, absolut. Also, okay, cool, da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Geil, dann haben wir Captain Marvel. Ja, Captain, ja, Marvel ist... Boah. S plus. Ja, so. Wollen wir eigentlich innerhalb der Kategorien auch noch machen? Also wenn ich das B machen würde, noch vor Ant-Man, oder ist dann egal? B ist B. Wie B ist B? B ist vor Ant-Man. Ja, pass auf. Zum Beispiel, ach so. B ist, ja. Ja, können wir auch. Dann müssen wir nicht so Zwischenkategorien machen. Jo, dann kann ich jetzt Captain Marvel einfach guten Gewissens auf D setzen. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Also setzen wir den auf D mit Ant-Man und The Wasp? Eigentlich müsste da noch Schmutz, also wirklich so eine, das finde ich eine gute, also Kamro hat schon recht, eigentlich müsste noch eine Kategorie geben, die nicht D heißt, sondern Schmutz oder so. Ja, soll ich den noch machen? Ja. At Row Below. Voilà. Ne, das war falsch. Du nicht. Du bleibst. Schmutzi, schmutzi. Oh, hab ich falsch geschrieben, egal. Gott, was hab ich getan? So. Dann so. Dann so. Und die ist aber nur schmutzi. Bramens linker Hoden donated 5 Euro. EY Bramen, wasch mich mal bitte wieder. Ich wasch mich, ich wasch dich beim nächsten Mal wieder. So, jetzt habe ich schmutzi noch. So. Okay, also Captain Marvel. Ich fand den nicht so mega geil. Ich finde auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Vorhandensein von Captain Marvel im MCU. Rami, Wami, ich spargel dir die Salami in die Spalti, donate 3 Euro. Hallo. Danke, was? Ich habe nie mal richtig zugehört, aber das. Ja. Oh Gott, ey. Also ich finde Captain Marvels Vorhandensein im ganzen MCU ein Problem. Ja, ich auch. Weil die ist einfach zu stark. Ach so, ja. Also generell gibt es natürlich noch ein Problem mit ihr selber. Aber so. Also ich weiß, also ich, ein guter Kumpel von mir, der ist absoluter Comic-Nerd, der kennt fast alle Marvel-Comics. Und der, mit, wenn du mit dem diskutierst, geht er immer riesig los. Ne? Aber die Comics. Wir gehen jetzt nicht von den Comics aus, Chat. Nur die Filme. Und den fand ich nicht geil. Also den würde ich ich setze den auf D. Ja, ich bin da bei dir. Ich würde den zwar vor Ant-Man and the Wasp setzen, aber D finde ich erstmal gut. Ich fand den leider auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich Ant-Man noch nicht besser fand. Ah. Okay. Okay, stellen wir den erstmal dahin. So, dann haben wir jetzt, wann haben wir hier? Captain America und The Winter Soldier. Das ist der zweite. Ne? Oh ja, das war der mit diesen 3 Heli-Carriern. Der erste ist doch Captain America, dann Winter Soldier und dann Civil War, oder? Ja. Captain America-Filme fand ich alle nicht schlecht.
Winter Soldier, das Problem ist, Bucky ist mir immer scheißegal gewesen. Ja, das ist auch mein Problem. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde Captain Rogers auch nur cool in Kombination mit den anderen. Aber die Einzelfilme fand ich auch, also meine erste Intention wäre C. Ah, mindestens, ja, schreibt sogar, einer, what? Da bin ich bei dir. Also ne, Captain America generell finde ich nicht bad, weil der hat auch echt geile Sachen gehabt. Und den ersten Captain America und Civil War finde ich auch richtig geil. Aber so diese ganze Bucky-Nummer oder so, die hat mich die gecatcht. Deswegen ja, bin ich Bucky, da ganz bei dir. Bucky Schmucky, sag ich. Ja, Bucky Schmucky ist richtig. Okay, wir lassen ihn also erstmal auf C. Ist hier der Film, was, Bobby, Alter? Alles unter A ist unmöglich. Was habt ihr mit, was habt ihr für ihr müsst quere Fantasien hier? Können, Chat, ey. Das ist eher ein Thriller, oh mein Gott. Die Aufzugsszene war doch mega. Ja, okay, der hatte halt eine gute Szene, das war ein Thriller. Winter Soldier ist mega. Also jetzt sagt ihr mir gleich auch noch, dass der Falcon zu Winter Soldier eine geile Serie fandet, oder? Ach, du Scheiße, ja. Nee. Die kommt bei Schmutzi, Schmutzi. Die kommt, da kommt fast alles rein. Die Serie ist A. Marielle, Alter. Lost mein Vater, ey. Cardinals-Fan. So, was haben wir denn hier noch? Captain America, The First Avenger. Das ist der erste. Ja, den fand ich nice. Den fand ich auch gut. Der ist mindestens, also der ist bei mir auf jeden Fall A. Ja, da gehe ich mit dir mit. Das hat die coole Geschichte erzählt. Da ist Captain America eingeführt worden. Ja, das ist auch cool, wie der dann irgendwie so so ein Hämpfling ist und dann plötzlich so stark und ne, also ja. Wird er ein bisschen ausgenutzt, aber ist trotzdem noch am Story, am Stissel, am Story. Ich habe gerade Story war mega gelesen. Die habe ich auch gerade am Story. Der Villain ist so ein Clown. Ja, der ist halt Hugo Weaving. Der ist ja nicht schlecht, aber dass die Red Skull da ein bisschen kaputt gemacht haben. First Avenger auf C, Winter Soldier auf A. Nee. Ich bin am überlegen, willst du das jetzt auch innerhalb, also kommt Avengers of Ultron drüber? Achso, ja. Ja, ich, also, für mich ja. Okay. Ja, bin ich d'accord mit. Okay, dann kommen wir zu Civil War. Kann ich so gerade mitleben. Den fand ich auch nice. Den fand ich auch gut. Den würde ich vor Age of Ultron machen. Ja, wäre ich mit dir dabei. Ich finde auch immer noch krass, dass das Civil War heißt, weil das, ich finde vom Setting her, da könnte das eigentlich ein Avengers-Film gewesen sein, auch wenn die keinen externen Feind hätten. Ja. Er hätte auch Avengers Civil War heißen können. Ja, Chat S. Bin ich. Also kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen. Könnten wir eigentlich auch auf. Ja, komm, oder? Ja, können wir den. Der war gut. Auch diese. Ja, ich fand, ich konnte auch beide Seiten gut nachvollziehen. Das war nicht so ein Plot-Twist wie bei damals Batman gegen Superman, die sich nur hassen und am Ende sagen, geil, unsere Eltern heißen beide Margarete. Jetzt sind wir wieder Best Friends. Margaret. Ja, genau. Oder ja, Margaret oder wie die auch immer hießen. Der Margaret hieß sie nicht, aber so hieß der Schalke-Trainer mal. Der hieß Margaret. Ja, sag ich doch. Margarete. Martha, genau, Martha hieß sie. Achso, ja, okay. Ja, gut, okay, fast. Felix. Oberkurva donatet ja. 5 Euro. Ja, Pierdole Patatschsiko. Ja, wir wissen nicht, was das heißt. Deswegen machen wir das mal weg. Ich weiß nur, was Boberkurva heißt. Ja, ich kenne auch nur Boberkurva. Okay. Der Rest seid ihr völlig für eigenverantwortlich, wenn er den Sprachen ist, die donated ich hier nicht 3 kenne. Euro. War es für den Hulk schwer, das Universum zu reparieren? Nein, es war ein Schnipser. Bum, bum. Wow, der Banger nach unten, ey. Okay, cool, was haben wir als nächstes? Doctor Strange. Doctor Strange, das ist der erste, oder? Den fand ich okay. Ich fand die Grundprämisse mit Stephen Strange halt cool, mit dem, yo, ich bin halt so ein Krüppel und alles, was ich halt habe, möchte ich halt da reinstecken, wieder gesund zu werden. Aber ich fand Captain America besser. Aber ich fand den besser als Ant-Man. Ja. Also Doctor Strange ist schon so puh gewesen. Ja. Deswegen vor Ant-Man in B oder hinter America in A? Warte mal. Wo haben wir denn? Also wenn entweder B1 oder A hinten. Ja, ich würde bei A, ich würde nicht vor Captain America setzen. Nee, auf keinen Fall. Ich finde jetzt schon, irgendwie fühlt sich das gerade strange an, dass Captain America auf C so weit hinter Ant-Man ist. Das kann eigentlich gar nicht.
Eigentlich das, nicht. Ja. Eigentlich ist das total dämlich. Gabba Gandalf 69 donated 3 Euro. Okay. It's Morphine Time S-Tier. Also ich würde Dr. Strange A hinten setzen. 1. Co-OP Elden Ring mit euch beiden bitte. Ja, okay. Also dann halt hinten der Captain America, ja? Besoffen war der richtig geil. Okay, cool. Wir könnten Ant-Man und Cap tauschen, das stimmt. Ja, der Chat ist sowieso ausgerastet, bin ich dafür. Ja, okay. Dann ist Captain America ist das falsch. Das ist falsch, ja. Das wird hier angekreidet in der Klausur. Okay, dann haben wir jetzt Avengers. Endgame? Endgame, ja. Das ist Endgame. Boah, ist Endgame. Keine Ahnung. Mindestens gleiche Stufe wie Infinity War. Ja, mich auch mit dabei. Kann mich da nicht entscheiden, weil das ist so ein Gesamtkunstwerk. Aber vor Infinity War und Endgame kann dann aber auch nichts mehr kommen. Vielleicht noch der dritte Spider-Man. Der war auch nicht. Ja, nee. Infinity War war besser. Ich kann die Teile nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Ich finde die beide stark. Also im Prinzip muss ich sagen, ist natürlich Moment, Endgame war der, ist der letzte, war? Oder war Infinity War der? Ja, genau. Endgame war der letzte. So, da muss man natürlich sagen, dass Original Thanos ja quasi besiegt worden ist und dann einfach Pseudo-Copy-Thanos aus einem anderen Universum uns auf den Sack geht, ne? Ja, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Ja, dann Infinity War davor. Da finde ich auch noch mal ein bisschen. Da hast du recht. Okay. Oh shit, damit haben wir schon den besten Marvel-Film rausgefunden. Und surprise, surprise, das ist Infinity War. Wer hätte es gedacht? Ja, verstehe. Was? Aber es ist mit Quantumania, wenn die Ameise gegen Khan gewinnt. Also, wir haben jetzt Khan versucht, seit 10.000 Jahren irgendwie zu unterjochen, aber dann kommt die große Ameise. Und dann, hey, die ist stark. So, wir haben Guardians of the Galaxy 1. Ich mag den Film, den Humor. Chris Pratt ist super. Ich fand die Geschichte aus 1 auch noch cool. S hinten. Oder ja. A vorne. S hinten finde ich okay. Kannst du dir aussuchen. S hinten. Gehe ich direkt mit. So, da kommen wir auch schon zu Guardians 2 dann. Und den fand ich schon wieder nicht so geil mit Ego und dem Planeten. Wer war das? Ach so, ja, der ist irgendwann, hat er sich ein bisschen gezogen. Ja, der hat sich gezogen und ich fand, der ist auch ein bisschen zu abgespaced dann. Obwohl Kurt Russell dabei war. Das ist richtig. Aber so weißt du, so eine Szene wie in Guardians 1 mit, okay, pass auf, Digga, mal mit dem Infinity Stone Dance Battle. Fand ich halt cool. Ich fand halt, Guardians 2 hat es nicht so ganz gepackt in die Richtung. Ich bin ein bisschen offen. Hallo? Mäßige dich, Prosé for real. Ja. Nein, sind wir nicht. Aber ich könnte mir zumindest, nicht weil ich mich besaufen will, sondern weil ich mir tatsächlich einen neuen Portwein geholt habe, mir ein Gläschen gleich gönnen. Also, Guardians of the Galaxy Volume 2. Würde ich hinter Captain America packen. Also hier hinter Winter Soldier. Ja. Oder vor Ant-Man. Scheiße, alles kommt vor Ant-Man. Jetzt sollten wir Ant-Man aber schmutzi. Also ich muss sagen, in Ant-Man 1, die einzige Szene, die ich wirklich gut fand, ist, wenn sein Kollege, ich habe vergessen, wie der heißt, der den Mexikaner da spielt, immer diese Geschichten macht mit, ich habe da jemanden gehört, der von jemandem gehört hat, bla bla bla, und dann diese Geschichte macht. Das ist der einzige coole Teil aus dem ganzen Film. Ansonsten ist dieser Charakter echt nicht so geil und dann der Gegner hier mit ich mache halt einen auf die Bumsebiene mit dem Laserstachel, ist halt auch nicht so geil. Ich fand aber auch ganz witzig, dass die bei Ant-Man dann am Ende in dem Kinderzimmer gekämpft haben und ganz wichtig diese Szene, wie alles explodiert, die Lok darunter fällt und dann der Schnitt kommt und du einfach nur dieses Spielzeug-Lok siehst, die da hinfällt. Ja, da waren ein paar gut, deswegen ist der ja auch auf C und nicht in Schmutzi. Ja, okay. Thomas, die Lok war nämlich echt geil, ja, das stimmt. Okay, also, aber Guardians 2, was haben wir gesagt? B hinter hinten? B, hinter Captain America, Winter Soldier. Ja. Ja, okay. So, dann haben wir Spider-Man. Wir können ja am Ende können wir nochmal hier shuffeln, Chat, ne? Ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, was da steht. Donem. So. Was ist das? Homecom? Nee, Nee, das ist Quant. Home. Was steht da? Was steht da drunter? Home Alone? Ist das irgendwie eine andere Sprache? Home Alone? Ja, nee, das ist der mit Gyllenhaal oder wie der heißt. Ja. Homecoming. Jo, also. Der zweite, wo die da in Europa sind. Fand ich den schwächsten von den Spider-Man-Filmen. Ja, bin ich d'accord. Aber generell fand ich die Spider-Man-Filme ganz cool. Oh, da kommen wir gleich zu den. Ja. Ah. B hinten.
Boah, nee, ich würde den. Ja. Ja. Boah. Ich würde den auf eine Stufe wie Ant-Man setzen. Ja, würde ich auch. Ich würde den aber vor Ant-Man setzen. Ja. Einfach weil Spider-Man auch ist. Das ist fucking Ameisenmann. Genau, das ist wirklich einfach die fucking. Die Spinne gewinnt ja wohl gegen die Ameise. Ja. Ja, kommt drauf an. Also, ja. Feuerameise ist auch schon krass. Okay. Oh, jetzt kommt ein Streitthema. Jay fand den unfassbar scheiße. The Incredible Hulk von 2000, was ist das, 7 oder so? Ja, das ist, der zweite MCU-Film, der ever rauskam. Ja, stimmt, da haben wir uns drüber gestritten. Ne? Der kam kurz nach Iron Man. Ja, und ganz krass ist bis heute bei mir, wer der hier. Ich hab den nicht gesehen. Danny 1996 donated 5 Euro. Ja, das ist aber mies, da können wir nicht diskutieren. Tinky Winky steckt sein Dipsy in Lalas Po. Danke, Benny. Zügelt euch, Chat. Also C, ich auch, der ist nice. Ich fand den nämlich auch nicht so verkehrt. Ich mag Edward Norton. Die Freundin hat gespielt. War das nicht sogar hier Arwen? Liv Tyler. Liv Tyler, ja. Liv Tyler, ja. Die wertet für mich generell so Filme. Genau. Ja, nix Schmutz. Also in Schmutz stecke ich den nicht, Chat. Nee, der ist auf jeden Fall besser als Ant-Man. Ja, alles klar, dann. Oder? Ich weiß, also zwischen Spider-Man und Ant-Man. Ja, okay. Alles klar. Hey, pack ich den. Also du kannst ihn aber nicht gesehen, musst du den ja lassen. Ja, ich lasse den aber nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, wie gesagt, aber. Okay, wir gehen weiter. Dann haben wir, was haben wir hier? Iron Man 2. Mit Machete. Die Teile waren witzigerweise alle gut. Ich muss mir nur ein bisschen Spielraum lassen, weil wer hätte es gedacht, dass ein dritter Teil fand ich richtig geil. Ich fand 3 besser als 2. Ich fand 3 auch besser als 2. Was echt selten ist, weil normalerweise ist von einem, also wenn wir jetzt nicht von Herr der Ringe ausgehen oder so, aber normalerweise ist der dritte Teil von so einer Serie immer scheiße. Und der war geil. Aber jetzt sind wir bei 2. 2 war der mit Elektro hier, ja, und Mickey dann auch Rourke, mit, ne? Genau, mit Mickey Rourke. Und dann hast du auch noch mit, wie heißt der andere, dem Hammer-Typen, der dann die schlechten Waffen gemacht hat und so. Und wen ich aber lustig fand, war Ben Kingsley. Der den Typen da gespielt hat, ich bin der Terroristenanführer. Nee, doch nicht. Ach ja, hier ist stimmt, genau. Der Mandala oder wie der hieß. Ja, genau. Ja, gute stimmt, Frage. Also ich hätte ihn persönlich in B gesetzt, aber vor Captain America. Ja, entweder erster B oder letzter A. Das ist für mich auf jeden Fall der schwächste Iron Man-Film. Ja, aber die Iron Man-Filme sind trotzdem cool. Absolut. Boah. Also für mich ist hinten A absolut fein. Ja, okay, dann haben wir den Chat auch ein bisschen beruhigt, weil ich glaube, wenn wir dann auf B gesetzt hätten, wir nicht ausgelassen. Die springen uns oder so alle nach. Bitte, guck mal da. A plus, ja, come on, ey. So, dann haben wir Iron Man 3. A-, das ist okay. Ja, Iron Man 3 ist safe besser. Ja, Iron Man 3 ist safe besser, ja. Das fand ich richtig geil. Ich fand den auch cool. Vorne, auch mit dieser Geschichte. Ist eigentlich Pepper Potts irgendwann von dieser komischen, Energie geheilt worden? Oder die einfach nur irgendwann kontrolliert. Ich habe so das Gefühl, dass nach Iron Man 3 da nie wieder drüber gesprochen worden ist, dass sie auf einmal voll Magic-Missile-mäßig am Start ist. Iron Man 3 schmutzig, was stimmt denn mit dir nicht? Alter, direkt Bann. Ja, ist geheilt worden. Okay. Okay, entweder A vorne. Ist das schon ein S-Film hinten? Nee, aber der war schon stark. Oh, nee, das fühlt sich ja nicht so an, weil ich glaube, ich würde ihn vor First Avenger setzen, aber hinter Age of Ultron. Aber ich lasse gerne mit mir reden. Auf jeden Fall vor Strange. Was? Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben Iron Man gerade irgendwie Unrecht getan und wir den hinter. Aber wobei Doctor Strange. Egal. Iron Man 2. Ja, pass auf. Dann setzen wir. Ne, Moment, wir sind bei Iron Man 3. 3. A vorne. Ah, vorne wird das für mich fein. Ja, ich setze den vor Ultron. Ja? Er ist für mich auch noch fein. Ich fand den wirklich stark. Der war auch echt geil. Wie ich fand auch geil mit dem Dingsbums-Protokoll. Ankommen und alles. Ja. Das war richtig cool. Los Spaghettos, Tanja, Meister Mani, Robin, Tami, Please Stop Own Me, Smaya, Frankie Bean, Captain Tifo. Also, vielen Dank. Glas. Ich komme sofort wieder. Ja, mach das. Okay, Herzanfälle bei der Tierliste, ja, das ist halt die Sache mit der Tierliste, das ist halt überall anders. Ne?
So. Die Liste ist ganz okay bisher, das sag ich doch. Ich finde alles schmutzig, schmutzig. Marvel ist durchgelutscht. Ja, das ist ja richtig, dass mittlerweile Marvel durchgelutscht ist. Aber wir reden ja hier auch über Filme, die ganz am Anfang mit dabei waren. Ja, und ich finde zum Beispiel Iron Man 1 ist bis heute ein richtig guter Film. Der hat ein richtig geiles Universum mit erschaffen. Meiner Meinung nach. Svendl, Herr Wohland und Rechtsberater James und Tyron. Dankeschön. Iron Man 1 hat vor allen Dingen hier den Cameo gehabt von, wie ist der Gitarrist von Rage Against the Machine. Aber wie heißt der denn noch, verdammte Axt? Ja, sagt uns der Chat bestimmt sofort. Skip, dankeschön. Und Mibat hier ebenso. Tom Morello. Okay, also lassen wir Iron Man 3 A-Liste ganz vorne, ja? Ja. Okay, dann kommt jetzt Iron Man. Der ist für mich ein Dark Knight Trilogy-Film. Bin ich ehrlich. Und ich finde den auch besser als Guardians 1. Ich bin ganz ehrlich, jetzt wo ich Guardians auf Tier 1 sehe, weiß ich nicht, ob Iron Man nicht vor Guardians auch noch sollte. Iron Man 3. Auf S? Ja, weiß nicht. Fandst du Guardians of the Galaxy 1 besser als Iron Man 3? Ne. Ja, doch. Ja, die sind schon gleichwertig. Aktuell sind die zwei unterschiedlichen Tier eingelistet. Aber das Problem, was wir haben, ist, wenn wir Iron Man 3 jetzt aufwerten auf S hinten, dann müssten wir Iron Man 1 vor Guardians setzen. Das wäre fein für mich. Das wäre auch fein für mich. Ja, dann machen wir das, ja? Also ziehen wir Iron Man 3 hinter Guardians. Ja, und Iron Man 1 vor Guardians. Iron Man 1 vor Guardians. Ich fand Iron Man 1 halt auch richtig geil. Das Einzige, was ich ein bisschen geschwächelt hatte, war die Fights ganz am Ende. War so schnell irgendwie puff. Aber dann kam natürlich wieder, ich bin Iron Man oder I'm Iron Man. Und das war wieder geil. Also, der Film war echt geil. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, das war so der, das war ja der MCU-Start, ne? Das war der MCU-Start, also den ganzen, ja. Shit davor kannte man ja noch gar nicht. Und das war schon ein Banger. Ja. Okay, jetzt kommen für mich mit wieder die schlechtesten Filme, bin ich ehrlich, Black Panther. Habe ich nie gesehen. Oh, bei dir kommt die nicht hin. Ich fand die tatsächlich nicht so geil, weil ich halt auch im Kontext von Avengers und so weiter Black Panther echt belanglos fand. Ich finde, ja, das stimmt. Es hätte sich nichts geändert, wenn die Filme nicht, wenn das nicht passiert wäre, gefühlt. Und Black Panther 1 fand ich noch schlimmer, dass der so im Rahmen von dieser ganzen MCU-Geschichte nur diesen eigenen Plot hatte. Mit den Leuten in ihrem Königreich mit diesem anderen Panther-Dude. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ja, deswegen, der ist nicht so meins. Ich würde den. Also, das wäre für mich ein D-Film, bin ich ehrlich. Das Bild ist von Teil 1. Ja, ist ja auch Teil 1. Also, es geht um Teil 1. Killmonger. Ja. Also, klar, natürlich ist Wakanda wichtig in Infinity War. Absolut. Aber das ändert nichts daran, spielt ja gar keine Rolle, dass der Film Black Panther selber, was darin passiert, diese Geschichte mit, jo, ich bin König, der König fällt, dann kommt dieser andere Dude, ich habe vergessen, der andere Black Panther, der dann halt die Stelle übernimmt, und dann, nein, er schafft es doch. Den Story-Twist, ja, der ist komplett irrelevant für alles. Aber halten die nicht in Infinity War da diese Bubble, also diese Line aufrecht mit den ganzen Wakanda-Kriegern? Ja, ja, absolut, absolut, aber das ändert ja nichts daran, dass in Black Panther der Story-Twist. Ja, den kenne ich nicht. Ich meine, ich habe vergessen leider, wie der Schauspieler heißt. Wie heißt denn der Black Panther-Schauspieler? Der ist ja auch leider verstorben. Das hat mir letztens auch nochmal gesagt. Ja. Wenn mir das einer schreibt, weiß ich das auch wieder. So, und naja, wie gesagt, und ja. Ja, deswegen, Chadwick. Chadwick, ja genau. Chadwick Boseman. Ja, Chadwick Boseman von mir aus, ja. Boseman, der ist dann halt, wie gesagt, der wird halt König, cool. Dann kommt der andere Dude, ja Junge, du bist doch nicht König. Dann kloppen die sich und am Ende gewinnt er trotzdem und dann hätte man sich auch alles sparen können, hätte nichts geändert. Ich muss so, mal nachgucken. War ich so belanglos. Aber hinter, ja okay, also ich würde ihn halt dann hinter Ant-Man setzen sogar noch, aber. Synchronisieren, ja mach mal. Okay. Muss mal nachgucken, Chad, ob ich den Film überhaupt habe. Das kann auch passieren, dass ich einen Film habe, aber noch nie geguckt habe. Black. Ich habe Black Widow. Ich habe Black Panther. Nice. Ja. Alle Filme mit Black, die ich besitze. Black Widow, Black Panther, Pitch Black, Fluch der Karibik? Hä? Was? Ach, weil Black
Pearl, okay. Und Star Wars The Empire Strikes Back. Okay. So, jetzt okay, haben dann habe ich einen bei nicht gesehen, du auch. Das ist ja schon mal okay. Ja, jetzt ist Spider-Man, was ist das? Oh Gott, ist das der erste? Ja, das müsste der erste sein. Doch, das ist der mit dem Vulture, oder? Ich glaube schon, also mit dem Geier. Ja, Vulture ist leider... Das ist der erste Tom Holland Film, Homecoming. Genau, dann kommt Far From Home und No Way Home. Also ist halt der erste mit Tom Holland. Ja. Würde ich auf jeden Fall vor... Wo haben wir denn den anderen Spider-Man hingetan? C als erstes. Da würde ich den auf B hinten setzen. Ja. Mindestens. Also ich fand den ersten besser als den zweiten. Deswegen musste er entweder C vorne oder B hinten. Hey, ich finde das schon, der ist nicht auf dem Level wie Black Panther. Ich finde den besser. Scheiße, wo hast du den getan? C, ja. Ja, der ist gerade bei mir bei B. Okay. B letztes, vielleicht auch noch vor Guardians 2. Ja, vor Guardians 2. Aber nicht vor America. Nee. Okay. Ja, also B an zweiter Stelle. Ja. Okay. Tor 1. Boah, die Torfilme sind eigentlich ganz geil. Und ich mochte sogar den dritten. Ja, ich auch. Jetzt kommen alle drei hintereinander, Freunde. Das wird jetzt richtig nice. Tor. Jetzt gibt es sogar vier, ne? Ich war denn der... Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, der mit Natalie Portman. Genau, also Tor 1 ist der, da finden die hier die rote Substanz. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ja, aber den fand ich noch ganz witzig. Da ist doch auch... Also alleine schon der eine Typ, der immer nackt rumläuft, weil der Skarsgård. Kann ich mir bei so einem Dänen genau vorstellen, wie die dem gesagt haben, ey, du bist übrigens so ein verwirrter Professor und irgendwann stehst du auch mal nackt da. Da hat sich Skarsgård gesagt, da sehe ich mich. Das mache ich. Mega gut. Also ich würde den... Oh ja, stimmt, rote Substanz war zweiter. Stimmt, in 1 war einfach nur... Stimmt, in 1 war das mit den Eisriesen, wa? In 1 ist das... Weiß ich nicht mehr. Da sind die doch auf der Erde und versuchen einfach wieder zurückzukommen über den Bifrost. Ja, nee, er wird doch dann verbannt und der und auf der Erde muss er dann gegen den komischen hier diese Riesenrüstung, die so Feuerstrahl macht. Ja, genau. Das fand ich gut. Ich fand Tor 1 auch richtig cool. Ich habe auch gerade irgendwie wieder Bock, die Filme zu gucken. Ja, ich würde den auf jeden Fall, ich würde den A setzen. Ja. Vor Strange? Ich würde den vor ich wollte es gerade sagen, vor Doctor Strange. Geil. Dann kommt der A3. So, dann kommt Tor 2. Ja, ich glaube, das ist Tor 2. Das ist halt mit der roten Substanz und den Night Elves, wo der dann am Ende den Move macht, wo Loki den Move macht und so tut, als wenn er stirbt. Als wenn er Tor killt oder der er selber stirbt. Das war aber nicht das, wo die im Universum unterwegs sind, da in der Arena kämpfen und so ein Quatsch. Das war 3, ne? Das ist 3, ja. Boah, dann habe ich echt keine gute Erinnerung mehr an 2. Ich glaube... Wie lange geht der Trailer von Tor 2? Das war 3? Trailer. Bei Tor 2, da haben die halt auf jeden Fall dann diesen roten Äther extrahiert und daraus dann den roten den Realitätsstein gemacht. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. 2 ist gegen Malekith. Malekith ist dieser Dark Elf. Guck mir eben den Trailer an. Oder na, guck mal kurz rein. Na, ich bin also auch, da bin ich beim Chat. Das ist meiner Meinung nach der schlechteste Torfilm. Aber diese ganze Einführung, wir führen so eine ganze Rasse mit Dunkelelfen ein, Junge, die sind einmal da, nie wieder gesehen. Ach, yo. Ja, nee, der hat echt Längen, der Film. Also ich mag Thor, aber... Na. No. Alter, im Trailer machen die das ja alles umgekehrt. Das ist ja witzig. Okay. Boah. Was machen wir mit Ant-Man? Vor oder dahinter. Ich will aber irgendwie... Alter, Ant-Man fand ich aber, glaube ich, nicht geiler als Tor 2. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich würde Tor vor Ant-Man setzen. Ja, bin ich dabei. Ja. Okay, dann kommt Tor Ragnarök. Das spielt nach Ultron. Hulk ist ja hier geflohen. Den fand ich ganz lustig. Ja, besser als 2. Ich glaube, das ist für mich ein B-Film. Ja.
Ja, da bin ich ganz dabei. Da bin ich sogar am Überlegen, den. Also vor Spider-Man kommt er bei mir. Ja. Der kommt bei mir auch eigentlich Eigentlich vor vor Winter Winter Soldier. Soldier. Ja, bei mir auch. Müsste der dann B vorne oder A hinten sein? Findest du, dass der ist er eher so auf dem Level wie mit Captain America für dich oder eher so ein Ticken schlechter als Iron Man 2? Ich finde, der ist auf jeden Fall auf einem Level wie Iron Man 2. Ja, dann kommen A hinten. Die Liste hier macht mich fertig. Das ist ja alles ein Bauchgefühl. Wenn wir da gleich nochmal drüber gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt schon Bauchschmerzen mit Ant-Man. Eben noch so, ja, der war ganz okay. Mittlerweile sortieren wir einfach alles davor ein. Ja, außer den anderen Ant-Man-Filmen. Ja, das stimmt. Und Captain Marvel. Und Captain. Ich Also bisher trigger kommt hier das durch doch, die also von Decke. hinten Chat kommt das doch hin. Ja. So, Avengers, der erste. Den fand Der ich erste gut. Avengers war nice. Das ist für mich Auf ein Dark jeden Knight Fall. Trilogie-Film. Ja. Vor Guardians of the Galaxy. Hinter Iron Man, perfekt. Da hätte ich ihn auch gerade einfach hingesetzt. Den fand ich cool. Boah, ich weiß nicht, ob ich den nicht geiler fand als Iron Man. Ich finde den, glaube ich, auch geiler als Iron Man, wenn ich ehrlich bin. Aber für mich wäre der da auch okay an der Stelle. Aber ist Civil War dann auch wieder so gut? Die Liste gibt mir grauen Star. Ja, das weiß ich auch noch nicht ganz, Chat, warum Civil War plötzlich der drittbeste Marvel-Film. Also, ich pack Avengers vor Civil War. Also. Ja, komm. Bin dabei. Bin dabei. WandaVision, Allein die wegen der Cold Serie. Mirror Synchro, das zählt hier nicht mit rein. Alter, dann wäre. Da bräuchten wir noch mal eine eigene Leiste für da oben. Springen auf W3, Damen auf Ah, W3. geil. Ah, das ist lecker. Ach, so, also wir haben WandaVision. Ich bin ehrlich, für mich die zweitbeste Serie des MCU. Ah, das ist ja witzig, weil ich habe die Serie tatsächlich als eine der wenigen gesehen. Ich fand, die hat echt geil angefangen. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo feststand, dass hier diese Witch, also als sie revealed wurde. Ab da ist es von ganz oben so nach ganz unten schmutzi Schmutz gegangen. Und deswegen ist die Serie für mich Das Ende ja war die. echt beschissen, auch mit den Ja. Doppelvisions, wo ich mir denke, so, okay, warum kann der andere fliegen ohne den Mindstone? Also ich fand, genau, das Konzept war mega, ne? Auch also so diese Welt und alles. Und irgendwann hat das sich komplett kaputt gemacht. Und da habe ich die Leute für gehasst, die das geschrieben haben. Boah, ich würde Ja, ich. maximal vor Cap. Also, ich gucke gerade bei D, wo ich es hinsetzen würde. Okay, also pass auf, mein erster Guess war hinter Ant-Man. Den ersten auf C. Ja. Boah. Aber wir können auch noch einen Ticken weiter runtergehen, weil ich bin da, also die Sache ist, ich hab's ja gerade gesagt, das ist die zweitbeste Serie, aber ich fand halt fast alle Marvel-Serien scheiße, außer Loki. Ja. Die habe ich nicht gesehen, aber da weiß ich, dass die ganz gut sein soll, weil das halt viele wirklich erzählen auch. Besser als. Oh, warte mal, wo hast du denn Black Panther Auf hingetan? C ganz hinten. Ist die Serie besser als Black Panther? Wenn du mir das jetzt sagst, dann gucke ich mir Boah. den Film doch nicht an. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, Black Panther war besser als WandaVision. Ja, doch, also ich finde auf D ist echt okay. Okay, aber dann ist die Frage, wohin? Ganz ehrlich, ich finde, wir können, also wenn ich, umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr sich das Ende enttäuscht und so weiter. Und auch umso belangloser das ist im ganzen MCU, Ja, dass da das so eine weiß ich ja ganze noch nicht. Geschichte passiert, ja. Und auch alle Avengers sich da nicht interessiert. Und dann halt Stephen Strange ja dann in wie heißt der Film? Into the Multiverse. Into the Multiverse. Genau, Ja, ankommt und genau. einfach so, ich bin hier nicht, um mit dir über die Ereignisse von Star Hollow oder so zu sprechen. Ja, so komplett in einem Nebensatz. Da denke ich mir mittlerweile, umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich mir, schmutzig, schmutzig. Ja, ich bin hinter Captain Marvel. Können wir uns darauf einigen? Na, da ist. Also entweder schmutzig, schmutzig oder hinter Captain Marvel. Ja, dann bin ich für schmutzig, schmutzig. Okay, schmutzig, schmutzig. Weg die Sau. So, Also, was ist Connection zu das dem Film. denn? Der Film war, Felsen? fing so gut an. Westview, ja, okay, Westview. Starview, whatever. Jetzt kommen ein paar Serien. Alter, jetzt kommt Falcons im Winter Soldier. Ja, die kommt Pass auf, schmutzig, die habe schmutzig ich mir hinter nicht angeguckt, aber WandaVision. alleine schon, weil das über den Falcon und den Winter Soldier ist, will ich ihm schmutzig, schmutzig stellen. Alter, das sind die beiden größten Vollappen, die es gibt. Ja.
Vor allen Dingen, weil hier Winter Soldier, also nee, warte mal, der Falcon ist doch jetzt Captain America, oder nicht? Ja, aber mit welchem Recht? Ja, eben, also das ist für mich komplett. Der kann ja nicht mal gemacht. Beim Wettlaufen Rogers überholen. Oh, also ja, ich bin einfach schmutzig, weg, die Sau. Loki, habe ich nicht gesehen. Loki ist für mich eine S-Tier-Serie. S-Tier sogar? Ich fand die so gut. Ich fand Staffel, auch Season 2 fand ich so unfassbar gut, durchdacht. Hier werden nur objektive Kriterien herangezogen. Ja, ich krieg gleich einen Schlaganfall. Also, Loki Season 2 hat nochmals Season 1 für mich deutlich geschlagen, was ich nicht gedacht hätte. Und das war für mich, deswegen, das war für mich krass. Okay, vielleicht muss ich ja doch mal Loki gucken. Schmutzig, keine Ahnung. Was würdest du denn dann sagen, wohin? Weil ich habe keine Ahnung. Also, ich setze darauf nicht gesehen, genauso wie Falcon Winter Soldier. Ich glaube, ich würde es hinter Iron Man setzen. Vor den ersten Guardians of the Galaxy und Iron Man 3, ja, okay. Ja, das kann ich nicht so sagen, weil kenne ich nicht. Ich fand den richtig, richtig gut, die Serie. Auch mit Tom Hiddleston gut gespielt. Ich fand den ganzen, ich fand den Plot-Twist cool. Ich fand die Geschichte von Kang cool, wie es so introduziert worden ist. Das war, fand ich, alles ganz starkes Kino. Olfi, ganz vorsichtig. Ja, Olfi, wirklich ganz vorsichtig. Olfi hat geschrieben, Iron Man 3 auf Schmutzi. Loki war mega. Ja, okay, dann hast du Loki auf... Okay. Ja, jetzt kommt nächste, halt... Jetzt kommt wieder einer der neueren Filme. Shang-Chi and the Ten Rings. Das ist auch so ein Marvel-Film, wo ich mir denke, wofür? Also der hatte coole Bilder, aber warum gibt's den überhaupt? Das Problem ist, ich habe mir vorher so ein paar Sachen durchgelesen und auch Leute gefragt und die sagten, ja, und das ist ein Martial-Arts-Film. Da bin ich sowieso schon mal ein bisschen raus. Und bei der Rückmeldung, die ich dann bekommen habe, habe ich mir gedacht, den gucke ich mir nicht an. Also habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe den sogar im Kino gesehen. Weil ich erst dachte, cool, so nach dem Motto, jetzt mit Phase 4, was haben es, glaube ich, so geht es jetzt irgendwie weiter und dann vielleicht so die ersten Leute, die introduziert werden, um halt quasi Iron Man und so die alten Avengers abzulösen, sag ich mal. Ja. Und dann gab es halt diese Post-Credit-Scene, die das einzige, ansonsten kam der auch nirgendwo noch mehr vor in der Schauspieler, oder? Also ich habe den zwar rein zufällig gerade auf D gesetzt, aber ich finde den da ganz passend. Ja, das war ja dann auch wieder richtig gut, dass ich mir den nicht angeguckt habe. Hinter Captain Marvel, ja moin. Ja, ist halt so, also was halt cool war, ist diese eine Kampfszene relativ früh im Film, wie nennt man das, mit diesem geilen LED-Lichtern und so weiter, die war echt fett. Bisher hat der Film gefühlt kaum Bedeutung, ja, ne? Der Film ist wie ein Reh im Zoo, passt, aber braucht halt niemand. Der Chat ist sich, glaube ich, da einig. So, also nicht einig, aber ich sag mal, die schwappen auch so Richtung D. Ja. Aber der Drache war cool. Das klingt gelogen, als wäre da gar kein Drache drin gewesen. Ja, der wird auch eine Bedeutung haben, ja. Ja, also deswegen weg. Rolle 3, der Dore, danke, Silent Pain, Shoes Void, The Bud Werner, Michelli, dankeschön. Okay, dann haben wir Black Widow. Ja, tut mir leid, Scarlett Johansson in einem engen Anzug und die macht Leute weg, ist für mich S mindestens. Ja, ich hab, Moment, ganz kurz, ich muss einmal ganz kurz die Szene wechseln. Ganz objektiv gesagt würde ich den vor Infinity War setzen. So. Vor Infinity War. Ja, nee. So vom Film her, der war ganz nett. Also so, die hat halt noch den Film gekriegt. Wie heißt nochmal der Dude, der hier den aus Stranger Things, der rote Russe oder so, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ach, du meinst hier, der so aussieht wie wer ist denn der rote Russe? Ja, wie heißt der rote Baron? Heißt der so? David Harbour? Heißt David Harbour so? Ach, David Harbour meinst du? Der rote Russe, Alter, der ist doch kein Russe. Nein, aber der spielt ja innerhalb von Black Widow den Russen, meine ich. Red Ach Guardian so, heißt der so. Ja, stimmt, den Vater da, ja. Boah, den finde ich gerade echt schwierig einzuschätzen, weil ich meine, ich will Scarlet Widow kein Unrecht tun. Ich hab der Film noch mal war okay, aber der war jetzt nicht krass.
guck mal nochmal ganz kurz noch in TS mit rein. aber ja, der Film war... Also, Chat, es gab damals so eine Sache, pass auf, okay, ich kann es gut schreiben. Also, ich saß in dem Film drin und ich dachte tatsächlich super lange, weil im Deutschen Red Guardian dieselbe Stimme hat wie Phil Dunphy, dachte ich super lange. Nein, oh mein Gott. Es wäre derselbe Schauspieler und nicht der aus Stranger Things. Und ich dachte mir so, Alter, krass, wie viel Muskeln der zugelegt hat. Ich guck gerade nochmal Modern Family und gestern war, ich habe heute noch die Folge geguckt, glaube ich, wo die irgendwie in Australien sind und da ist der ja auch am Strand. Der ist schon nicht ohne, also der hat auch schon sein Sechserpäckchen. Absolut, absolut, ja. Ben Affleck spricht der auch, nee, jetzt machen wir das nicht. Okay. Oh, okay. Ja, also Richtung A? Black Widow, nee, ich glaube, das wäre... Also für Scarlett würde ich sagen, ja, für den Film... Also boah, relevant war der Film Spider-Man auch nicht so richtig. Nee, der ist einfach nur so ein... Der ist ja einfach nur da, um so ein bisschen Background zu geben. Und hat auch wieder so eine Logiklücke. Und zwar gibt es ja gegen Ende von Black Widow, sind ja in dieser fliegenden Base, wo die Bösen drin sind. Die, ich habe vergessen, wie die heißen, ja? Ja. Und dass die Avengers gerade um Tony Stark herum nie diese fliegende Basis gefunden haben eigentlich und das vorher mal ganz kurz weggemacht haben, ist komplett unlogisch. Hallo? Ja, hinter Guardians 2? Also da kann ich mit dir hier, wer das geschrieben, so Bedroom. Never vor Shang-Chi. Also ich würde sagen, never hinter Shang-Chi. Nee, Shang-Chi ist, da steht das schon richtig. Ich würde den setzen... Ich muss ihn auch zu hoch. Ich muss den nochmal gucken, so eine Mist, ey. Ich weiß gar nicht, wo will... C? Und dann endlich mal einen hinter Ant-Man. Boah, Alter, der ist doch nicht schlechter als Ant-Man. Ich guck mir doch lieber Scarlett Johansson an, als Paul Rudd mit seinen schlechten Witzchen da. Ja. Aber der war schlechter als Thor 2. Ja. Also vor Ant-Man und hinter Thor 2. Ich setz den da hin. Ja, okay. Okay. Voilà. So. Mein Digga. So. Okay, dann haben wir What If. Hab ich nicht gesehen. Was ist das denn? Das ist eine Disney-Exclusive-Serie, wo dann so Sachen drin sind, so, was ist, wenn Ultron alle Infinity Stones hätte? Das sind immer so kurze Animationsfilme. Ultron, oh mein Gott, ja. Genau, oder was ist, wenn XY passiert wäre, weißt du, was ist, wenn... Und so weiter. Ist bestimmt was ganz ist, cool gemacht. Was ist, wenn Hawkeye wirklich mal ein cooler Charakter wäre? Zum Beispiel, ja. Habe ich nie gesehen. Deswegen. Hab ich auch nicht gesehen. Okay, gehen wir weiter. Ja, da sind wir auch schon bei Hawkeye. Die Serie wiederum habe ich komplett geguckt. Ach. Ja, und nicht, eine Serie gibt so. Ja, macht auch nichts. Ist sie auch mit Jeremy Renner? Ja, ist sie. Okay. Und ich finde einen ganz wichtigen Plot-Twist daran ist, dass wir mit Hawkeye den besten ausgebildeten Scharfschützen im Bereich Bogenschützen auf diesem Planeten haben, ja? Ja. Und dann kommt halt hier Kushi-Mädchen 5 daneben und die ist quasi genauso gut instant. Ja, gut, also das ist natürlich schade für Hawkeye. Ja. Aber da ist ein Hund mit auf dem Cover und ich weiß nicht, warum er so ein Nikolaus-Mützchen aufhat. Weil das während Weihnachten spielt und die sind unter anderem im, wie heißt das Center in Amerika? Rockefeller Center. Hm. Also, und ich würde sagen, aufgrund des Hundes, würde ich sagen, kommt der vor Falcon and the Winter Soldier. Natürlich kommt der vor. Also von dem, was du mir gerade erzählt hast, von dem, was ich da auf dem Bild sehe, dieser Hund mit der Weihnachtsmütze, hätte ich gesagt, gut, dass ich das nicht gesehen habe. Ja. Eternals. Habe ich auch nicht gesehen. Moment, wo tust du denn jetzt hin? Ich habe den noch nicht gesehen gepackt. Ja gut, ich mache den bei Schmutzi. Da habe ich mir gedacht. Okay, Eternals braucht eine eigene Kategorie für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Genau, ich habe den nicht gesehen, weil mir Leute erzählt haben, dass es absolut verschwendete Lebenszeit, diesen Film zu sehen. Es ist absolut verschwendete Lebenszeit. Vor allen Dingen führt er eine Sache ein. Und zwar, da wird die ganze Geschichte mit den Celestials eingeführt, ja. Und dann steht ja aus dem Planet Erde, da ist auch ein Celestial drin. Und dann steht er quasi auf und taucht so aus dem Ozean schon auf. Und keines auf dem Planeten reagiert da drauf. Die Avengers nicht. Niemand hat der Meinung, darauf reagieren zu müssen. Ja, das ist der schlechteste Film, der jemals produziert worden ist. Ja, also Schmutzi ganz hinten. Ich habe den auch nicht gesehen. Also ja, der ist schlechter als Also bis auf Loki ist bei mir Schmutzi die nicht gesehen Liste. Das heißt, ich habe alles richtig gemacht bis jetzt. Außer bei Loki vielleicht.
So, dann haben wir... Komischerweise sind da auch eine Menge neue Sachen, die da auf Schmutzi-Schmutzi gelandet sind. Hm. Ja, ich weiß auch nicht genau. Spider-Man, das ist jetzt der dritte. Richtig? Ja, nee, das ist das ist der mit der vierte sogar, oder? Wait, mit Dr. Octopus und ist es Spider-Man 3, Spider-Man 4, oh Gott. Das ist der mit dem Riss am Ende, wo doch die anderen Ironmans mit, die Ironmans, mal gut, die, ja. Hier, Andrew Garfield, ja, den finde ich auch richtig gut. Weil der ist, wenn ich jetzt sagen würde, ab Endgame sind für mich die Marvel-Filme richtig, richtig kacke geworden, außer der Spider-Man-Teil, der war richtig geil. Bin ich bei dir, ich würde den sofort vor Guardians setzen. Ja. Okay, ging schnell. Dahinter, ja, okay. Krass, Loki ist besser als der, dann muss ich doch mal Loki gucken, ey. Dann haben wir Spider-Man 2 mit noch Mary Jane mit Tobey Maguire. Das ist der erste. Das ist der erste. Da mussten die das Cover wechseln. Nee, da steht Spider-Man 2 drauf. Du hast völlig recht. Und Spider-Man 2, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. War das das mit dem Venom-Verschnitt? Nee, das ist Spider-Man 3. Weißt du, wo der Bad Tobey Maguire-Meme herkommt? Ja, genau. Ich dachte, das wäre das. Was war denn 2 nochmal? Eins war der Doc Ock war 2. Dankeschön, Chat. Spider-Man 2, da muss ich mir den Trailer nochmal reinziehen. Ja, das ist das so hinten der Dings, wo ihm halt quasi der Kragen platzt. Spider-Man 2, Trailer 2004. Hallo! Ja, Kirsten Dunst war auch schon hübsch, ne? Also, Tobey Maguire ist schon echt so ein Dulli-Bert. Ja, das ist richtig. Der ist schon so ein Tulli-Bär. Ja, also ich fand die damals irgendwie ganz cool, aber so mega krass halt auch nicht. Also da wir ja jetzt haben wir ja das Problem, dass wir schon Spider-Man-Filme eingeordnet haben und der Chat wird wieder Herzinfarkte kriegen. Aber die Tobey Maguire-Filme, die kommen auf keinen Fall vor No Way Home bei mir. Ja, das ist richtig. Das ich finde auch. S-Film. Ja, genau, die kommen auf keinen Fall. Ich finde, alle Tom Holland-Filme fand ich besser als die von Tobey Maguire. Nee, alle nicht. Bei dem hier, den wir schlecht geratet haben. Ah, ja, stimmt, den C-Film, ja. Da bin ich ja nicht dabei. Ja, aber stimmt, nee, da nicht. Ich mochte sogar Andrew Garfield als Spider-Man lieber als Tobey Maguire, Freunde. Ich auch, ja. Aber egal. Dazu später mehr. Und da haben wir die Hälfte der Zuschauer verloren, weil die sind einfach gestorben. Ja, das ist nicht schlimm. Wenn die Schlagerfall kriegen, bleibt der Stream an. Ja, das ist alles in Ordnung. Bing Bong, your opinion is wrong. Das ist der Wein, Freunde. Das ist der Wein. Oh. Ich mich da nicht wirklich dran erinnern kann, will ich dem jetzt aber auch nicht unrecht tun. Hinten hinter Ant-Man. Wäre okay für mich. Weil wir brauchen auch noch Platz für die Garfield-Filme. Ja, da guck mal. Blitzschlag. Meinung ist Quatsch. Das hat mir nicht verlängert. Ah, das ist okay. Der zweite war der zweite Teil, wo hier die Kussszene von oben kommt? Oder war das noch? Nee, das ist der erste. Das war im ersten, ja, okay. Wir müssen ja auch überlegen, also ich würde auch den ersten vor den zweiten setzen. Ja, deswegen, ich auch. Der zweite kommt bei mir B hinten. Bam. So weit nach vorne setzt du den zweiten? Ja. Ich meine, also wenn du die Tobey, weil pass auf, also das können wir von mir aus generell machen, aber ich denke mir gerade nur so, wenn wir die Andrew Garfield-Filme auch noch einsortieren müssen und die sind besser als die Tobey Maguire-Filme, kommen die alle auf A? Die können ja auch B davor sein. Ja, die können auch B davor sein. Boah, aber 2 war echt schon nur okay. Kannst du dich mit Spider-Man 2 vor Ant-Man begnügen? Das stimmt, die haben natürlich mit dem MCU per se nichts zu tun. Also, wobei, warte mal, dadurch, dass die dann in Spider-Man 3 No Way Home vorkommen, haben sie es doch, oder? Aber nur, dass sie in einem anderen Spider-Verse sind. Ja, die sind halt aus anderen Universen, ja. Also, ich hätte den Spider-Man 2 dich jetzt vor Ant-Man gesetzt. Oh. Ich finde, das ist der schlechteste Spider-Man von Tobey Maguire.
Hinter Black Widow? Ja, komm, sind wir mal verwegen. Ja, also. Da hat Rams zu verantworten, Chat. Ich denke mir so, nicht nur, also nicht B, weißt du? Ja, okay. Weil nämlich jetzt kommt. Ich würde den vor Black Widow machen, also. Ja, dann lass den vor Black Widow machen, aber weil jetzt kommt nämlich Spider-Man 3 als nächstes. Das war der mit Venom, der war cooler als 2. Der war cooler, der, sowohl die Bad-Tobey Maguire-Szene fand ich ja nice. Dennis Brown. Alter, wir kriegen gleich auch noch Venom. Das wird auch noch ein Geschrei, weil. Naja. Ja. Machen wir später. Ja, also der kommt definitiv also vor Spider-Man 2. Ja. Spider-Man 3 kommt. B hinten. Chat, helft mir mal. B hinten. Das Bram härter als IMDb. Ja, so sieht's aus. Spider-Man 3 hinter Guardians of the Galaxy 2. Oh, wann ist denn Spider-Man 3 überhaupt? Moment. Der ist von 2007. Ach krass, wait. Mai 2007? Da kam Spider-Man 3, Iron Man und The Incredible Hulk. Innerhalb von ein paar Monaten? Das ist ja auch. Nee, Iron Man ist 2008. Ah! Ja, okay. Ja, B hinten können wir lassen. Ja, gehen wir damit erstmal. B hinten, wunderbar. Am Ende werden die gezählt. Dann kommt Amazing Spider-Man, das ist mit Jamie Foxx. Das ist jetzt der letzte mit Andrew Garfield. Genau, Andrew Garfield. Gab's da nur zwei blöd von? Fand ich, dass im Kino einer geschrien hat, wenn die fällt, bricht dir das Rückgrat oder so. Fand ich ein bisschen doof, aber da hat der Film, kann der Film ja nichts für. Emma Stone war Dingens, ne? Ich mochte Poor Things sehr gerne, Freunde. Hm. Stimmt, genau, der erste ist mit dem Lizard, ja. Wobei. Elektro. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Elektro-Dude so cool, also Jamie Foxx so cool fand als Gegner, wie ich Spider-Man 1 und 2 mit Tobey finde. Emma Stone war Gwen Stacy. Ist mir egal, wer die war. Aber ist okay. Die war Gwen Stacy. Ich würde den entweder hinter Ant-Man setzen. Ja, doch. Noch weiter runter würde ich den nicht setzen. Nee, der war besser als Black Panther. Das auf jeden Fall. Geil finde ich die Szene am Ende, wenn er dann halt ja, von einem Baukran zum nächsten schwingt. Ja. Nee, das war ein 1. Das war mit Lizard Man. Scheiße, Alter. Wir haben schon 2 Tobey Maguire-Filme vor Dings einge. Okay. Ja, aber das ist halt so. Da haben wir Spider-Man 1. Das ist aber der mit Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man. Ja. Das fand ich cool. Das fand ich auch cool. Den ich glaube, ich würde den vor. Sitzen. Ja. Vor Guardians 2. Ich war vor Spider-Man 3, aber. Aber guck mal. Ja, guck mal. Da sind wir doch. Da waren wir schon in der gleichen Region. Da waren wir wieder. Gut, dann kommt jetzt der erste Spider-Man. 12 donated 5 Euro. Ja. 5 Euro, weil mehr ist damals die Liste nicht wert. Danke, Robbie. Dankeschön, immerhin 5, hallo. Ich weiß noch, dieses Tohuwabohu damals, die mussten ja den Trailer ändern und das Coverbild ändern, weil eigentlich hat er ja sein Spinnennetz zwischen den World Trade Centern gebaut und die sind ja dann, naja, eingestürzt. Da war so ein Bohai um diesen Film und der war aber auch cool. Ich fand den auch cool, ich fand das Ende auch krass. Mit Willem Dafoe. Mit Harry. Ich würde den vor. Also den würde ich setzen. Ja, den würde ich auch ansetzen. Ich würde den vor Strange setzen. Scheiße, das öffnet mir hier gerade voll die Augen, dass die Tobey Maguire-Filme doch irgendwie besser sind als die. Als die Andrew Garfield-Filme, ja, denke ich mir auch. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, dann ist das halt so. A hinten? Ja, wir können vor Tor. Oh, stimmt, vor Ragnarök? Weiß ich nicht. Also vor Tor 1 nicht. Also vor, nee. Aber irgendwie wirkt das auch irgendwie, ja. Hinter Tor Ragnarök? Ja, können wir machen. Ja, okay. Ja? Der Chat wahrscheinlich wieder angepisst, aber seid froh, dass wir den wenigstens auf A getan haben. Ja, wirklich. Gerade haben wir noch gesagt, der kann das nicht. So, Venom. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich fand Venom lustig. Aber storytechnisch gesehen nicht so krass. Die ersten sagen B, C, A, Schmutz, C,
C, B mit. Ich bin auch bei B-Chat tatsächlich, weil ich mag irgendwie diesen Film. Der ist super flach, aber ich mag auch die Vorstellung von Eddie, der einfach so einen Symbioten kriegt, der nur Scheiße labert, Leute fressen will, aber den super stark macht. Irgendwie, das finde ich cool. Ich fand Venom auch einen guten Film. Ich mochte den. Also ich weiß, dass viele den auch gar nicht mochten und da nicht viel mit anfangen konnten, aber ich fand den irgendwie cool. Wollt ihr noch einmal Schokolade oder so wollt ihr haben? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie sowas. Und Tom Hardy. Ja, Tom Hardy, bester Mann, ist natürlich wieder so eine Sache. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Tom Hardy macht man sowieso. Ja, ich weiß. Aber B-Mitte? Ich fand, wie ist der Film? Legend? Wo der die beiden Mafia-Leute, Mafia-Brüder spielt, die Zwillinge sind? Aber auch gut. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Legend, ja. Genau, Legend. Den kann ich auch nur empfehlen, falls du mal einen Film sehen willst. Tom Hardy spielt beide Hauptrollen. Ach cool. Das ist wirklich ein starker Film. Ich mag der, ist der nicht, ist so ein Typ, der irgendwie gesagt hat, der macht jeden Film irgendwie eine andere Stimme auch oder so, oder fast? Der ist, ja, weiß ich nicht, aber zumindest in dem Film hat er, spielt er zwei komplett unterschiedliche Rollen. Legend. Siehst du, dafür nutze ich jetzt Letterboxd, such den Film raus. Jo, da ist er. Und sag auf die Watchlist. Bam. Die ist mittlerweile ganz schön voll. Ja, Venom. Ich bin bei B Mitte vor Spider-Man 3. Ich hab's gesagt. Ja. Cool. Next. Passt nicht. Ja, der Venom will. 2. So, und jetzt habe ich wieder. Achso, Moment, Venom 2 erst? Wait, das ist doch Venom, oder? Ich hatte erst noch. Bei mir gab es erst noch Daredevil. Ach krass, bei mir ist vor Daredevil Venom. Ja, ist ja geil. Ne? Venom 2 ist der Feind. Ist ja können wir das machen. Ist doch der zweite, ne? Ja, da kommt auch Tom Hardy vor und da hat gerade jemand gesagt, so, man muss Tom Hardy mögen, aber der war richtig kacke. Ja, da war halt auch der Typ aus Zombieland mit dabei, der immer die Twinkles haben, weil ich habe vergessen, wie der Schauspieler Woody heißt. Woody Harrelson. Ja, genau. Den mag ich auch. Ich liebe Woody Harrelson. Weil der spielt ja Carnage am Ende. Ja. Aber irgendwie war der trotzdem nicht so geil. Auch so diese Szene auf diesem Raumpark mit der Rakete. Wait, das ist doch Let There Be Carnage, ne? Ja. Ja. Also ich mag Woody Harrelson echt gerne, Tom Hardy ist cool. Ja, Quatsch, ja, mit der Rakete, Quatsch, aber mit diesem, Film, ja. Boah, ich weiß nicht. Der war noch flacher als Teil 1. Und wenn man das schon gesagt hat, boah, fand ich nicht gut. Ja, ich weiß, Woody Harrelson. Ich fand den leider auch nicht geil. Nee, ich würde den vor Captain Marvel setzen. Ja, kann ich mitleben. Tallahassee war super. Jay würde Schmutzi geben. Jay würde bei vielen dieser Filme Schmutzi geben. Bei Jay wäre Schmutzi jetzt schon die vollste Kategorie. Ja, der hat S und Schmutzi. So, dann kommt jetzt Daredevil. Habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Ist das ein Film oder eine Serie? Weiß ich nicht. Ich gehe von einem Film aus, weil ich mich an die Serie nicht erinnern kann. Das Einzige. Weiß es nicht. Ja, ist ja wirklich so. Das Einzige, wo ich mich bei Daredevil dran erinnern kann, ist, dass der Anwalt in irgendeinem Spider-Man-Film auftaucht. Mhm. Im dritten, meine ich. Eine gute auch. Serie, ist eine Netflix-Serie sogar. Ja, da habe ich die ersten Folgen von gesehen und dann hat mich das verloren, meine ich. Oder war das Daredevil? Das war doch Daredevil, der, Daredevil, der auch so Martial Arts, aber in blind macht, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Der sieht doch irgendwie nichts. Ja, deswegen kommt die bei mir einfach nicht gesehen. Ja, genau, okay. Ja, habe ich auch nicht gesehen, aber wie gesagt, wo der vorkommt, deswegen sagt auch hier jemand hier, Fanservice, das war im dritten Spider-Man. Ja. Moon Knight. Ja, der Moon knickt. Ja, bin ich wieder gespannt. Ja. Habe ich wieder nur Sachen gehört. Ah, okay. Fand ich okay. Ich fand halt dieses, also wir spoilern ja hier auch ein bisschen natürlich immer. Ich fand halt wie nennt man das, wenn man so zwei Persönlichkeiten mäßige hat. Ja, das fand ich halt ganz cool, was dann in dem Film so getriggert worden ist. Fand ich dann teilweise auch ein bisschen heftig, teilweise, wie das dargestellt worden ist. Gleichzeitig war so das Ende so ein bisschen, naja.
Wobei halt diese Irrenanstalt-Szene, ich glaube, das ist die letzte und vorletzte Folge, die letzten zwei vorletzten Folgen, die waren halt schon krass, wenn er sich so mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, wo ich mir dachte, so, alter Vater, ich dachte, ich gucke gleich die Unterhaltung, ey. Das hat schon, das war schon krass. Ein bisschen spoilern sie, weil er in der Erde war, einfach ein Celestial. Ja. Ja, wenn wir über die MCU-Filme reden, dann... Oh mein Gott, ich gucke mir gerade den Rest der Liste an. Ich sag dir, die eine Kategorie wird noch sehr viel voller werden. Schmutzi. Aber, schmutzi. Also, deswegen, also Moonlight, würde ich sagen, war auf jeden Fall nicht die geilste Serie, aber war ja, aber sehen. Auch nicht kacke. Siehst du, der ist schon wieder bei mir. Neuere Sache von Marvel, nicht gesehen, alles richtig gemacht. Ja, ist auf jeden Fall nicht so schlimm, aber der Charakter an sich war cool, auch mit den, Göttern, von denen er seine Kraft bekommt und so weiter. Ich würde den, glaube ich, in der Mitte bei B einsortieren. Ja, mach doch. Also ich habe den mal nicht gesehen reingetan. So vielleicht so hinter Venom. Also hinter den ersten Venom. Wäre okay. Ja, okay. So, was haben wir dann? Multiverse of Madness. Schmutzi, schmutzi. Ja, das war, das fand ich alles. Ich finde diese ganze Multiverse-Theorie irgendwie nicht so geil umgesetzt, weil die in meinem Kopf dafür sorgt, dass es ja eigentlich scheißegal ist, was in Infinity War und so weiter passiert ist. Auch mit Loki, mit den Infinity Stones, alles kompletter Bullshit und dann durch so Power-Creeps gezeugt werden. Ja, also so langsam ist man halt an dem Moment angekommen, wo man, um neue Geschichten zu erzählen, das macht, was früher die Filme immer gemacht haben. Man reist irgendwie durch die Zeit. Aber jetzt reist man nicht durch die Zeit, sondern durch die Universen, damit man wieder irgendwie andere Sachen erzählen kann, die dann alle keinen Sinn mehr ergeben. Die Witze waren alle scheiße. Und war das nicht auch der Film, wo der das dritte Auge hat, wo eigentlich die Pixar-Animationen von Toy Story 1 noch besser gewesen sind? Das ist richtig, ja. Das war mit dem Darkhold oder so hieß dieses Buch, was der dann benutzt hat, ja. Ja, also, fand ich auch. Und ich finde halt dieses ganze Konzept mit den Multiverse und so weiter, finde ich alles schwierig, weil, wie du schon sagtest, so, naja, ganz ehrlich, der Zeitstrahl, den wir halt verfolgt haben, von Iron Man 1 bis halt zu Avengers, ist halt im Prinzip dann, sobald du Multiverse of Madness aufmachst, nur noch irgendeine Nebengeschichte, die komplett irrelevant ist. Deswegen, ich bin da auch, glaube ich, entweder bei D hinter Shang-Chi oder bei Schmutzi sogar vor WandaVision. Weil der Kampf halt Wanda gegen Doctor Strange ganz cool war. Ja, pass auf, dann einigen wir uns auf Schmutzi vor WandaVision. Ich habe den eigentlich dahinter gepackt, aber naja, landet den noch auf die. Gingrafi12 donated 5 Euro. In einem anderen Universum hat Jay vielleicht Haare. Ja, könnte natürlich sein. Ja. Ich glaube, das ist sogar ganz sicher so. Ja, genau, also die Musikkampfszene war halt ganz cool. Und JTOR schreibt so, ich bin der schlauste Mensch der Welt und erzähle dir jede Fähigkeit unserer Teammitglieder so als erstes. Ja. Oder dann auch, wie WandaVision die Leute besiegt. Hier der eine Typ, der halt reden kann und dann geht einfach jeder tot, ja, der dann einfach spricht mit weil er keinen Mund mehr hat und dadurch seinen eigenen Kopf wegfetzt. Und ich denke mir so, okay, wenn er jemals ein Geräusch gemacht hat mit geschlossenen Lippen, warum ist er da nicht schon gestorben? Wenn er einfach mal gemacht hat, das schmeckt aber lecker, weißt du? Ja. Da hätte er sich auch schon wegfetzen müssen. Ah, und dann das Captain Marvel, also die Captain Marvel aus dem anderen Universum, so unfassbar bad und schwach ist. Schmutzig, schon richtig, wenn ich mich darüber aufrege. So, hier, Marvelistin, Miss Marvel, habe ich nicht gesehen. Das Bild erinnert mich irgendwie volle Kanne an Kick-Ass, aber ich habe es auch nicht gesehen und ich glaube, da habe ich auch wieder nichts verpasst. Schmutzi, aha. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Wie gesagt, Kick-Ass wiederum fand ich aber cool. Ja, Kick-Ass war cool, aber das hat damit ja nichts zu tun. Aber hat mich irgendwie so, weiß nicht, so stilistisch daran erinnert. Keine Ahnung, das Bild. Ja. Kommt halt auf nicht gesehen, habe ich halt nicht gesehen. Ja, und ich glaube, da habe ich auch nicht viel falsch gemacht. Kann gut sein, ja. War okay. Thor, Love and Thunder. Ja, Love and Thunder, das war der neueste. Das ist der vierte, Das ist der mit cool. Natalie Portman und mit Christian Bale. Ja, Natalie Portman ist, glaube ich, in jedem dabei, oder? Ja, aber wo sie halt auch Thor ist, meine ich. Ja, genau. Boden donated 5 cool. Euro. Jays Geheimratsecken sind ein Canon-Event. Wow. Ein Canon-Event? Was ist das denn? Ja, das gehört zum Kanon, hätte ich gesagt. Ach, ein Kanon-Event. Ja, Christian Bale. Also ich mochte den. Ja, ich mochte den halt auch irgendwie.
Also ich mochte den lieber als Venom. Da sind wir schon mal bei B. Ich fand, ich mochte ja. den... Ich fand vor allen Dingen ja. die Motivation von dem Christian Bale, also dem, ich weiß nicht mehr, wie der in der Serie hieß, in dem Film hieß, die fand ich halt nachvollziehbar. Dieses, ich bin so ein ewiger göttergläubiger Boy, meine Kinder sterben und so weiter. Dann findet er endlich seinen Gott und er sagt als erstes, ich gebe einen dicken Finger auf dich. Wo ich mir denke, so, okay, finde ich eine coole Motivation auf jeden Fall. Götter haben es für mich kaputt gemacht. Ja, ich weiß, dass das die Leute auf jeden Fall spaltet. Das war, als der rausgekommen ist, schon so. Weil, wenn du mit dem Humor da auch nichts anfangen kannst, dann ist das einfach nur Tortur, glaube ich. Ja, und ich fand ehrlich gesagt dieses leichte Kribbeln zwischen Thor und dem Hammer Mjölnir auch immer voll geil. Wenn dann Stormbringer immer so richtig eifersüchtig daneben geschwebt ist und so, was machst du da? Der Film hätte mir so viel mit Chris... Ja... Ist der besser als Thor 2? Boah, ist der besser als Thor 2? Ja, ich finde, der ist besser als Thor 2. Fand ihn irgendwie... Ja... Besser als Hulk eigentlich auch. Wo ist denn Thor 2 nochmal bei uns? Auf C, wieso ist Thor 2 so... Ach so, ja gut. Ja, verstehe ich aber. Mag Thor 4. Mag ich den so sehr, dass ich den vor Spider-Man packe? Er kommt vor welchen? Home. Ich weiß immer noch nicht, was da stehen soll. Aranya? Ja, da kann ich nicht genau lesen. Ja, Longe de Casa. Das ist die spanische Version. Oh mein Gott. Ah. Okay, was hältst du von hinter Venom? Longe de Casa. Hinter Venom vor Spider-Man 3. Ja. Ist er mit Abstand besser als Thor 2? Ja, schon. Ja? Haben wir gemacht, reden wir nicht mehr drüber. Ist jetzt hier. Ah, ja, stimmt, ich muss mir noch überlegen, vor Moon Knight oder dahinter? Boah. Ne, wir haben das hinter Venom. Hinter Venom ist hinter Venom. Ich glaube, ich nochmal da drüber gucken. Ja, wir gucken gleich mal. Ich habe das Gefühl, dass ein paar Sachen zu niedrig und ein paar zu hoch sind. Ja, und das sollen wir jetzt kurz einmal durchsortieren. Nee, das machen wir erst am Ende. Okay. Das müssen wir dann nochmal machen. Sehr gut. Defenders, habe ich nicht gesehen. Was ist das denn? Weiß ich nicht, hört sich an wie so eine richtig geile Rechtsanwaltsserie. Ja, aber auch, wen sehe ich denn da auf dem Bild? Ist das auch wieder der Devil? Boah, also vom Bild alleine hätte ich das schon in Schmutzi-Schmutz getan. Aber habe ich halt nicht gesehen. Und ja, ich glaube, auch da habe ich nichts falsch gemacht. Ja, habe ich nicht gesehen, kommt deswegen auf nicht gesehen, Luke weiß Cage. Ich nicht. Okay, King Ruffy sagt, das ist die Kelly-Serie. Okay. So, dann kommt Iron Fist, habe ich auch nicht gesehen. Schon wieder eine Netflix-Serie, Alter. Ist Iron Fist irgendeine. Ist das so, wenn Iron Man nur einen Handschuh anhat? Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Kommt auch bei nicht gesehen. Tut mir leid. Chat, wie war denn Iron Fist? Schmutz, auch Netflix. Iron Fist war gar nicht so Peter schlecht. Peter Slurris donated 5 Euro. Iron Fist ist auch ein. Was bin ich sehend? Black Widow auf ASS-Tier. Auf ASS-Tier? Ja, habe ich auch gesagt. Also Scarlett Johansson kann ich nichts Niedrigeres antun als mindestens A. Also, ja, aber der Rest vom Film hat es runtergezogen. Ja, irgendwie dann schon. Aber dann guck ich, du kannst immer Double Feature machen. Guckst erst Black Widow und dann guckst du Ghost in the Shell. Ja. Okay, dann Punisher. Punisher, die Serie. Den Film damals fand ich ganz geil. Habe ich nicht gesehen. Die Serie habe ich nicht gesehen. Ich mag auch den Charakter des Punisher, aber ich habe die Serie nicht gesehen. Ja. Ich glaube, die setze ich hinter Loki, weil ich mir die dann vielleicht nochmal nach Loki angucke. Dann mach das. Ich wieder kommt bei mir auch auf nicht gesehen, aber ich habe vom Punisher schon öfter gehört, dass die cool sein soll. Ja, ich auch gehört. Ich weiß nicht mal, wer der Punisher im MCU sein soll. Ist das ein guter oder ein schlechter Charakter? Ist das so ein Anti-Held? Ja, ist ein Anti-Held. Absoluter. Weil der taucht halt auch nirgendwo in irgendeinem Film oder so, wird er nochmal erwähnt auf oder so. Ich glaube, so ein bisschen kann man den vergleichen mit Max Payne aus den ersten und zweiten. King Rafi 12 donated 5 Euro. Er macht halt alles weg, Fister, aber ist könnte auch selber auf ein bisschen kaputt laufen. Im Kopf und hat sehr Probleme. Danke, Rafi. Brutale FSK 18, geil. Ja, okay. Gut, dann haben wir Luke Cage. Ja, kommt auch auf, habe ich nicht gesehen. Die ganzen Netflix-Serien habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Nee, kommt aber auch auf, würde ich mir nicht angucken.
Netflix ist doch alles nicht Kanon. Ja, sehr gut. Okay, Jessica Jones. Ja, selbes Prinzip. Habe ich nicht gesehen. Habe ich gesehen. Ich glaube, die ist doch, der Gegenspieler ist doch, der englische Schauspieler. Spielt er nicht bei Sherlock mit? Warte mal. Jessica. Alter, wir werden gerade so unfassbar hart gebottet. Jones, wieso? Uns gerade 200 Leute gefolgt. Was das geil ist an so einem großen Kanal wie bei uns, da interessiert keine Fick Sau. Auf Follower. Ja, wir geben Fick auf Follower und da interessiert nämlich keine Sau mehr, Gott sei Dank, in den Statistiken. Ich weiß, wenn du so einen kleinen Kanal hast mit nur so 300 Followern und so weiter, dann wird direkt von Twitch analysiert und so geschichtet. Ja, genau, David Tennant. Ja, genau. Ach, Dr. Who, aber ich dachte, ich kenne den irgendwoher. Okay. Ich habe die Serie echt weit geguckt und das Witzige ist, ich habe mich nach fast jeder oder jeden zweiten Folge gefragt, warum ich diese Serie gucke, weil Jessica Jones ist so der negativst eingestellte Charakter, den ich ever in irgendeiner Serie gesehen habe. Alles ist scheiße, das Leben sackt, alles ist mies, jeder ist kacke, Lol. Ich hasse alles. Ich sehe jetzt erst den Rechtschreibfehler bei Jessica Jones. Ja, da, guck mal, das zweite Wort Jones, da müsste J-A-Y nur stehen. Dann wird das mit der Lebenseinstellung passen. Also ich weiß nicht, warum ich die Serie so weit geguckt habe. Ich würde sie mindestens hinter Captain Marvel setzen. Alter, also ich würde sie mindestens, da dachte ich, okay, krass, jetzt geht los. Ich würde sie mindestens hinter Captain Marvel setzen. Oh, schön. Also, habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ich setze die hinter Captain Marvel. Ich weiß nicht, warum ich das geguckt habe. Das war She-Hulk, habe ich auch sehr tolle Sachen drüber gelesen, habe ich aber zum Glück, glaube ich, nicht gesehen. Ja, am Anfang relativ mitbekommen, dass sie eigentlich gefühlt direkt stärker ist als der Hulk. Ja, das kann ja sein, aber was ich nicht verstanden habe, waren so, ich habe halt immer nur so einzelne Szenen gesehen, deswegen kann ich halt zu der Serie schlecht was sagen. Aber ich habe gesehen, dass der Sachen nicht hochheben kann, während der in den Avenger-Filmen und auch in den anderen Filmen Dinge hochhebt und Panzer um sich wirft und das plötzlich nicht mehr hinkriegt. Ja, also, wobei er jetzt da ja auch nicht mehr der Hulk nur ist, sondern da jetzt ja auch dann diese halb-Hulk, halb-menschliche Seite jetzt ist. Ah, und das schwächt den. Ja, weiß ich nicht, aber das scheint mir zumindest halt irgendwie so eine Geschichte zu sein, dass das da an der Sache so ist. Wien 1999 donated 5 Euro. Gesagt, also ich habe die nicht gesehen, na aber Jungs, ich... alles gut bei ja, alles euch? Super. Brammen mal wieder on fire. Klar. Ja, absolut, immer on Dankeschön. Fire. Dankeschön für 5 Euro und danke an Maximal Strahlen für 1000 Bits, Dankeschön. Und danke ich an Burschli, großer Zucker. Ja, wie gesagt, habe ich auch nicht gesehen. Deswegen kommt, ich habe da kurz reingeguckt, dann habe ich aber relativ schnell... und Grüße gehen raus. Habe ich relativ schnell aber den Entschluss gefasst, das möchte ich nicht gucken. Hulk wurde genervt. Ja, habe ich auch das Gefühl. Hinter Eternals. Kampi, dankeschön. So, I am Groot. Was ist das? Ist das, das habe ich nicht gesehen, auch nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Das sieht mir aus wie so eine, ist das so eine Short-Nummer? Könnte so eine Short-Nummer die sein, ja oder? Die haben manchmal gemacht, wo das einfach nur eine Folge oder so ist. Ich setze die bei mir mal hinter Black Panther. Weil das kommt auch auf nicht gesehen, aber aktuell ist meine Reihenfolge da Loki, Punisher, Black Panther und I am Groot. Das sind so die wahrscheinlichsten Sachen, die ich noch gucke. Alles dahinter werde ich mir niemals reinziehen. Okay, dann Legends. Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte mit, da passieren einfach Sachen ein bisschen anders, oder? Turtle Cone, Astro Ono, dankeschön. Guten Abend, die Liste könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Nein. Ja, machen wir ja gleich. Ja, also Legends, das habe ich leider auch nie gesehen. Und damit ist nicht gesehen, das erste bei mir jetzt 2 Zeilen lang. War das nicht die Making-ofs? Das kann sein, das weiß ich nicht. Diese Rückblicke? Okay. Ja, wie gesagt, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Können wir über Morbius reden? Legends haben wir jetzt wieder auf nicht gesehen gesetzt. Ja, ja. Habe ich auch nicht gesehen. Allerdings auch wieder, weil ich da Reviews gesehen habe und Freunde mir erzählt haben. Ja. Ich habe den Film im Kino gesehen.
Ja, ich glaube, da kann ich mich sogar dran erinnern. Und ich dachte mir, Jared Leto, boah, da komm, jetzt haut er raus. Nachdem er als Joker auch so hart rausgeschnitten worden ist, hat er jetzt die Chance, Hauptrolle, ja. Ich habe selten einen Film gesehen mit so einer unfassbar belanglosen Story, die auch noch so unrealistisch ist, wo der Plot-Twist auf demselben Level ist von ich töte dich, weil deine Mutter auch Martha heißt. Ja. Und alles an diesem Film ist schrecklich. Ausnahmslos alles. Und das ist so traurig und ich würde ihn vor Eternals setzen. Ich habe das Gefühl, bei Jared Leto oder Leto, heißt der Leto oder Leto? Weiß ich gerade gar nicht. Der hat so den Hang dazu, dass, wenn er in Superheldenfilmen dabei ist, zumindest die ich gesehen habe, ich habe ja nicht alle gesehen, dass das richtig scheiße ist. Aber dann wieder so Sachen wie, weiß ich nicht, so Gucci oder so, Blade Runner, ja gut, da kann man auch nicht viel falsch machen, aber die waren okay, Dallas Buyers Club, dann hier der Drogenfilm, wie hieß der noch? Requiem for a Dream, fand ich auch richtig cool mit dem. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein Gespür für gute Superheldenfilme hat der irgendwie nicht. Nee. Morbius ist auf jeden Fall. Weil, Lord of War war auch cool, und, ja. Und eine richtige Schweinerei, finde ich. Es gibt, oh Gott, was ist es? In einem Trailer, wie heißt das? Beethoven-Song. Ist es die Ode? Die neunte. Ist es die neunte? Der Trailer auf jeden Fall. Der Song auf jeden Fall. Das ist nicht die neunte. Die vierte, whatever, ist ja auch egal. Den kennt ein unfassbar bekannten, eine sehr krasse Symphonie. Für Elise ist das. Genau, für Elise ist das, ja. Und, Alter, für Elise, die haben den Trailer mit für Elise unterlegt. Mhm. Fucking awesome. Das mit Abstand an dem Besten, an dem ganzen Film ist der Trailer mit der Musik. Nur die Musik aus dem Trailer eigentlich. Echt? Ja. Trailer. Und der Song kommt in dem Film nicht vor. Und das hat es noch schlimmer gemacht. King Rafi 12 donated 5 Euro. EY Brahmen. Wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Alter. Okay. Ja, also. Christian hört sich, glaube ich, gerade die Musik an. Ja, also ich gucke gerade den Morbius Official Trailer. Das ist halt irgendwie nicht. Dann war das vielleicht ein zweiter. Wir haben mehrere rausgebracht. Das Einzige, wo ich mich drauf freue von Dr. Morbius, ist, wenn Blade den fertig macht. Und ich hoffe, dass Blade gut wird, weil ich liebe fucking Blade. Wann soll denn der rauskommen eigentlich? 2025? Und ich muss auch sagen, der Schauspieler, ich muss gerade den Namen, Mahershala Ali, den kennt man ja aus, weiß nicht, Green Book und ja. All sowas. Der hat so eine geile Stimme. Ich finde den so unfassbar beruhigend, diesen Kerl. Der ist so angenehm zu sehen einfach. Auch in, was habe ich denn letztens auf Amazon noch geguckt? War das Amazon oder Netflix? Wo die Welt unter, Leave the World Behind. Ich sehe den so gerne. Ich hoffe, dass Blade geil wird. Dann macht er einfach Morbius. Guter Schauspieler. Green Book, auch mega Film. Mhm. Okay, gehen wir mit Wakanda Forever. Ja. Achso. Also, muss ganz ehrlich sagen, was den Film gut macht und besser macht als Black Panther in meiner Ansicht, ist halt dieses ganze Respekt zollen für Boseman. Weil ein Großteil des Films am Anfang besteht ja aus dieser Beerdigungsgeschichte. Aber ansonsten der Film mit wieder, yo, hier gibt es jetzt auf dem Planeten Erde auf einmal irgendein Unterwasservolk. Oh, das haben wir alles bisher noch nicht gesehen. Und ich denke mir immer so ganz ehrlich, Digga, ja, wie kann eigentlich sein, dass wir auf einer Technologie irgendwie sind, wo wir halt den Weltraum sonst wohin analysieren können, aber wir wissen immer noch nicht, dass halt ein ganzes Volk einfach vor der Küste von New York ist. Also, ich würde den einfach aus Respekt für die Todesdarstellung vor Black Panther setzen. Ansonsten wäre der für mich eigentlich ein D-Film. Ich habe den auf nicht gesehen gepackt. Weil wenn ich den ersten Teil nicht geguckt habe, habe ich mir auch den zweiten nicht angeguckt. Ja. Also ja, das ist wirklich, ich finde Dope Boden hat sowas, Boseman Tribut gut, der Rest absoluter Müll. Exakt das ist es.
Der war locker besser als Eternals, aber nicht besser als Morbius. Ja, stimme ich dir hinzu, der war ja, besser. Ja, alles aus dem alten MCU-Phasenzeug war besser als Eternals, weil seit den neuen Phasen einfach fast alles Quatsch ist. Wenn ich mir dazu angucke, dann ist aus den neuen Sachen, die wir hier so in dieser ganzen Liste haben, ich meine, das ist natürlich auch meine persönliche Meinung, klar, aber da sind die Spider-Man-Filme noch irgendwie mit oben drin. Das ist gewesen. Dann ja. kommt alles hinter Captain Marvel. Also, der Chat schreibt, das ist gar nicht so unrealistisch, weil wir auch aktuell verstehen wir mehr vom Universum als von der Tiefsee. Das ist richtig, aber da ist so, dass wir so, dass so weit ist, dass es ein eigenes Volk gibt, was in der Tiefsee lebt. Also. Ihr habt fast nichts Neues gesehen. Das ist auch richtig, Marie. Ich habe mir die meisten Sachen. Guck mir, also pass auf. Morbius. Eternals. Da kommen bestimmt gleich auch noch ein paar andere Filme und so weiter. Habe ich mir nicht angeguckt, ja. Weil vorher gesagt wurde, das ist einfach Lebenszeitverschwendung, da ins Kino zu gehen. Und wenn halt auch ein Kumpel von mir sagt, der halt auch hier Marvel- und Comicbuch-Fan ist, dann tue ich mir das nicht an. Okay. So. Ich muss sagen, The Werewolf. Guardians of the Galaxy. Achso, nee, Quatsch. Das kenne ich nicht. Werewolf by Night. Kenne ich auch nicht, hab nicht gesehen. Das sieht und aber nach dem Cover so ein bisschen oldschool aus. Das könnte ich mögen. Ist das schon Ärger oder so? Kenne ich. Ärger, älter. Die, und dann kommt. Was ist da los, Chat? Werewolf by Night. Top oder top? Ja. War ja. Gut, absolute Empfehlung. Keine Ahnung, was das ist. Guck mal hier. Werewolf by Night. In Color? Hey, ich denke, das ist doch. Hat er das ein Film sogar? Oh. Okay. Habe ich nicht, hey, gesehen. Habe ich, denke, das ist. Länge 52 Minuten. Weil war das Snoop Dogg? Nee, sorry. War nur ein kurzer Schnitt. Boah, ich habe keine Ahnung. Also ja, ist halt nicht gesehen, ne? So, dann kommt hier Groot Weihnachten. Okay, pass auf. Ich hab fliegende Arme gesehen. Den muss ich mir angucken. Hab ich überzeugt. Das ist ein Disney-Film, wo Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. So, dann haben wir auf jeden Fall Guardians of the Galaxy, das Holiday Special. Carmens rechtes Ohrläppchen donated 5 Euro. Nee, Y Christian. Wie macht eine polnische Taube? Also das Holiday Special habe ich nicht gesehen, aber das hat mir jemand gesagt, das kann man sich angucken, das ist halt wohl ganz lustig. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Problem ist, ich mag diese ganzen Weihnachtssachen meistens nicht so gerne. Oh, packe ich auch mal auf die vordere Liste von nicht gesehen. Okay, Quantumania. Der erste Film der neuen Phase. Und da muss ich was zu sagen. Habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Und Loki 1 springt ja quasi so in die Richtung und endet ja mit einem Shot auf Khan. Auf Kang. Entschuldigung, nicht auf Khan. Ich finde, wie ich jetzt auf Khan komme. Auf Kang. Mann. Und in Quantumania ist man dann auf dieser Quantum-Ebene und besiegt dann diese fette Ameise einfach Kang. Obwohl halt er vorsagt, welcher bist du? Bist du der Typ mit dem Hammer? Bla bla bla, ja. Mhm. Da werden dann ganz viele so gemutmaßt und das ist alles so unlogisch gemacht, nicht cool gemacht, einfach so, als wenn die im MCU keinen haben, der overall so eine logische Verkettung zumindest zwischen den Serien und Filmen einhalten muss. Ja. So ein Hüter des Credo, weißt du, so nach dem Motto, der einfach so sagt, so, pass auf, Kang ist schon einfach einer der krassesten Charaktere, die es so gibt, der kann jetzt halt nicht einfach von Ameise 5 besiegt werden. Ja, ich hätte in dem Film auch nicht gedacht, dass Michelle Pfeiffer noch Filme macht. Also, ich mochte die Besetzung eigentlich. Mein Bill Murray kam vor. Ja. Aber tut mir leid, das war ein Griff ins Klo. Absolut. Ist für mich ein Schmutzi-Schmutzi. Ja. Aber vor Wonder Der war schon kacke. Aber wo kommt denn der hin? Warte mal, was ist denn dein Schmutzi-Schmutzi eigentlich? Ich hab da nicht alles von gesehen. Wo würdest du den hinpacken? Ah.
Ich frage mich gerade, ob ich den besser als Multiverse of Madness fand, also schlechter fand als Multiverse of Madness oder auch, ich fand den, glaube ich, irgendwie so, ich glaube, ich fand WandaVision enttäuschender. Enttäuschender heißt schlecht. Ja, dann setze ich den vor WandaVision und hinter Multiverse of Madness? Ja, können wir machen. Das ist ja auch wieder einer der neueren Filme. Ist auch wieder nicht mal D oder C, also ich meine, ne, ist dann auch wieder natürlich subjektiv. Wir reden ja hier noch nicht mal von A oder so. Nee, aber weißt du, das Schlimmste daran ist, wer kommt auch auf die Idee, dass Ant-Man das Kaliber hetze, die Avengers und so weiter in die neue Phase zu führen? Also ich habe jetzt auch im Chat, klar gibt es da ein paar Leute, die gesagt haben, boah, hier, keine Ahnung, aber seid doch mal ehrlich, ihr würdet den Film doch jetzt auch nicht da oben irgendwo einsortieren. Das ist halt echt schön. Ja, guck mal da, einer schreibt, wer schreibt da, Leblenk schreibt, Kang ist ja ein Zeitreisender. Der aus Loki ist der alle Kangs besiegt hat, während der aus Quantumania so eine Trash-Variante ist. Multiverse halt. Das ist richtig, aber das macht halt Multiverse halt nicht cooler von der Geschichte her, sondern macht das genau das schlechter. Also, ja. War ein Banger. Philipp, da bin ich bei dir. Ich habe den auch nur bei Schmutzig-Schmutzing gemacht, weil die Serie komplett kaputt gegangen ist. Ne, hatten wir eben, seit als revealed wurde, wer da die Witch ist. Und also dann auch nicht nur von dem wer ist das oder so, sondern auch dann der gesamte Plot da hinten dran. Irgendwie fand ich richtig kacke dann. Ja, und dann auch diese Geschichte mit, yo, ich mache halt einfach ganz Westview zu einem Raum mit meinen Runen und bla. Ja, okay, Guardians of the Galaxy, Volume 3. Den habe ich noch nicht gesehen, der steht bei mir noch auf der Liste. Okay, krass. Der soll aber gut sein. Ja, Jay hat, glaube ich, auf Twitter geschrieben, einer der besten Marvel-Filme für ihn. Es war auf jeden Fall auch Fanservice dabei. Es war vor allen Dingen ein sehr runder Film. Wenn du den noch nicht gesehen hast, können wir jetzt nicht so viel spoilern. Ich bin am überlegen, ich pack den auf S. So gut. Ja, der war schon nice. Das ist schwierig jetzt, Chat, ey. Der muss ja eigentlich hinter Guardians 1. Für mich kommt der hinter Guardians 1. Aber kommt der auch vor Iron Man 3? Für mich? Ja, warum nicht? Da kann ich mich auch gerade noch ganz gut dran erinnern. Ich packe den hinter Guardians 1. Ich möchte mal ganz kurz sagen, so viel nochmal zu Elektrogeräte und so weiter, hör nicht zu. Ich habe gerade aus Versehen mich verklickt und wollte eigentlich bei Disney Plus Guardians drauf machen. Habe stattdessen auf YouTube geklickt. Bin einfach nur auf der YouTube-Startseite. Links oben, der allererste Vorschlag. Marvel's The Avengers Trailer von vor 12 Jahren. Einfach so. Warum auch? Weißt du, was, wenn meine Abo-Box jetzt auf einmal der Trailer auftaucht? Ach so, bist du eingeloggt mit unserem Account? Ja. Ja, ich habe doch gerade die Trailer alle geguckt. Ach so, auch mit unserem Account? Ja. Okay, ich dachte mir gerade so, Alter. Nein, das ist tatsächlich kein Zufall. Ich habe von ein paar Sachen gerade die Trailer geguckt. Okay, ich dachte mir gerade wirklich so, okay, that's it. Google hat mich hier. Naja, gut, gehen wir weiter. Secret Invasion. Was? Nicht? Das ist die Fury-Serie. Oh, die ist bei mir weiter. Ja, ist ja egal. Secret Invasion habe ich leider nicht gesehen. Ja, habe ich die auch nicht gesehen. Soll aber auch gar nicht so verkehrt sein, oder? Auch Schmutz, alles klar. Ja, ich habe nur, also ich habe gehört, die soll man sich auf keinen Fall angucken, weil Nick Fury überhaupt kein Badass Motherfucker ist, sondern so quasi gefühlt in den ersten 3 Sekunden direkt alles aufgibt in seinem Leben und seitdem nur noch so ein und dann nur noch so nicht mehr cool ist und versucht ein Problem zu finden, sondern quasi nur noch so richtig so, nein, ich bin so schwach. Okay, cool. Wo man sich dann denkt, so. Das scheint sich so durchzuziehen, was? Das scheint so ein roter Faden zu sein. Ja, ist halt Craig. Auch so. Ich habe gehört, es soll nicht so geil sein. Dann habe ich mir gedacht, warum soll ich mir das dann angucken? Und in die Filme gehe ich jetzt einfach wieder rein. Was ist denn der nächste Marvel-Film eigentlich? Das ist eine gute Frage, Alter. MCU, was ist denn der nächste Film? Hier, Franchise. Der nächste Film ist The Marvels also ist es. Was? Ah ne, der war schon. Ach Quatsch, kompletter Bullshit. Deadpool und Wolverine am 26. Juli. Ja, genau, mit Wolverine, nicht mit X-Men. Also ein bisschen X-Men, aber. Ja, mit Wolverine habe ich da schon Bock drauf. Deadpool ist für mich okay.
Aber zum Glück müssen wir den hier nicht einranken, dann würden die Leute wahrscheinlich hier böse Briefe schreiben. Oh nein, wir müssen gleich Deadpool einranken. Oh nein, ich hab's noch nicht gesehen. Okay, cool. Wird gleich nochmal spannend, sag ich mal. Ja, den würde ich mal angucken. Ist das dann Deadpool 3? Danach kommt Agatha Darkhold Diaries. Echt jetzt? Auf gar keinen Fall. Oh. Captain America Brave New World. Ja, das sind einfach Sachen, die sollten nicht passieren. Da ist schon wieder, der Falcon ist doch jetzt Captain America. Das kann ich mir nicht geben. Also tut mir leid. Nee, ich auch nicht. Der ist doch auch scheiße. Daredevil Born Again. Ich habe halt die Serie nicht gesehen. Eben habt ihr gesagt, so, die ist gar nicht so schlecht. Kann man sie angucken, aber habe ich halt nicht gesehen. Müsste ich bis dahin komplett nachholen. Unwahrscheinlich. Ironheart sagt mir nichts. Auf unbestimmte Zeit verschoben. Geil. Wonder Man auf unbestimmte Zeit verschoben. Fantastic Four. Boah, da bin ich auch so vorbelastet aus den vorigen hier. Auch mit Steve Rogers. Guck gerade. Warum ist eigentlich so... Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite vom Cinematic Universe, ja? Was mir da gerade auffällt, ist, dass halt in Phase 6 unter anderem Avengers 5 und Avengers Secret Wars für Michael Waldron geschrieben wird. Da gucke ich mir so an, was noch von Michael Waldron geschrieben worden ist. Doctor Strange. Ja, den haben wir auf. Wo haben wir den ersten Doctor Strange, ne? Ne, Doctor Strange, der Multiverse of Madness. Schade. So, dann guck ich so weiter. So, Michael Waldron hat ja auch noch irgendwas gemacht, was cool ist. 5 Euro. Ich sehe Chris und Pedda die IMDb-Top-Serien ranken. Das war ja auch ganz cool. Die Top-Serien von IMDb, ja, die können wir gerne mal ranken, aber also die 10 Top 10 würden wir wahrscheinlich mögen. Aber ja. Ja. Na gut. Also Craven. Ich glaube, wenn ich mir die Serie, also wenn ich mir die Liste so angucke, freue ich mich tatsächlich als nächstes auf Blade und auf Avengers, auch wenn ich in Avengers wahrscheinlich ein paar Fragezeichen haben werde, weil ich halt viel nicht gesehen habe. Gucke ich dann aber nicht auf Plot Twists nur, sondern dann eher, ob ich den Film mal cool finde oder so, was weiß ich. Aber die beiden Filme, da freue ich mich wirklich drauf. Die will ich sehen. Bei dem Rest gucken. Ich sehe gerade, Captain America ist die Fortsetzung zu Falcon the Winter Soldier. Okay, kann ich mir sparen. Ja. Naja, gut. Nehme Craven. Ja, was? Habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es ist. Was ist Craven, Alter? Ich habe das noch nie gehört. Craven. Craven the Hunter. Ist das ein Film oder eine Serie? Ist ein Film. Wie lange dauert Craven der? Erscheinungsjahr. Erscheint noch, okay. Ist das angekündigter Superheldenfilm? Ja, geil, dann. Okay, deswegen ist auch bei dir auch nicht gesehen. Craven? Erwartet man von Craven eher schmutzi oder irgendwo zwischen A und D? Nix. Spider-Man Bösewicht? Okay. Schmutz. Morbius 2. Wird wie Morbius. Russell Crowe. Ja, so Morbius. Der Trailer sieht super aus. Okay, pass auf. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal einen Synchro machen und den Trailer gucken. Können wir machen. Moment. Oder geht das nicht? Doch, geht. Kannst mir Synchro, kannst mir Links schicken jetzt. Wenn du schon einen hast. Ja, hier. Ja, das sagt mir wirklich gar nichts. Gucken wir Detusch oder Craven The Hunter Trailer. Ja, Moment, gib mir ganz kurz. Ja, kein Ding. Sony Pictures. Oh ja. Voll. Das ist das. Das ist das nicht. Das heißt. Ich muss ganz kurz die Szene, da war ich jetzt wieder vorbereitet, deswegen... Ja, macht ja nichts, alles gut. Zack. Zack. WandaVision war MOAT hier. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt würde ich zumindest B sagen. Habt ihr Bullet Train gesehen? Die Serie nicht, ich kenne halt... Ne, warte mal, Bullet Train ist der gesehen, Film. Ja. Den habe ich gesehen. Ja, da schwärmt ein Kumpel von mir davon. Ich soll den unbedingt gucken. Bin ich noch nicht zu gekommen einfach. So. Ist ja nur 2 Minuten 40 oder so. Ich hab dich auch promotet. Ja. Okay, muss ich mal kurz doch. Ja, Moment, kurz dann die Musik Trailer aus. Sound ist auch umgestellt, alles klar. Es sagt dann mir gar nichts, Craven. Okay, hau mal rein. Hey, hey, hey. Moment, von ganz vorne bitte. Ja, ist doch immer so. Das ist doch mittlerweile die neue Art und Weise, wie Trailer gemacht werden. Und jetzt geht der erst los.
Sohn. Das sah komisch aus mit der Scheibe. Beute. Wir sind die Raupen. Ah! Da ist er. Jungs, eure Mutter ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht erwächst aus Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schieß, schieß. Er ist schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Freund. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste? Gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Das ist die Stimme von Hüllenhaar. Warum jagst du? Mein Vater bringt... Wait. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum oh. Nennt man mich wohl Rhino? Oh. Okay, cool, Rhino ist dabei. Mega nice. Achso, ja, und Craven. Okay, ich habe da aber eine Frage zu. Ja. Ja, und zwar eine ganz kritische. Zwei. A, wenn das zum MCU gehört, wieso ist Zeus dann jetzt hier, ne? Auf einmal der Vater von Craven. Ach so. Nee, das ist nicht Zeus. Russell Crowe spielt nicht Zeus, ne? Das ist Anthony Hopkins. Nee, Anthony Hopkins hat Odin gespielt. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, der ist der Zeus. Oh mein Gott, du hast recht. Ja, der ist halt Zeus, ja. Aber, das ist kein MCU, das ist Sony. Spider-Verse. Ja, okay, aber da habe ich trotzdem noch eine andere Frage. Warum zum Fick wird man vom Löwen gebissen und ist dann auch immer wie Spider-Man? Ey, weil der Blut von dem Löwen irgendwie scheinbar in seine Wunde gekriegt hat. Ich frage mich nur, dieser Riesenlöwe, ich meine, man darf bei so einem Film ja nie mit Logik kommen. Das macht einem ja immer den Film kaputt, ne? Klar macht der Löwe den weg. Auch mit der kleinen Wumme, die der da gehabt hat. Es sei denn, du schießt den beide Augen aus oder so. Aber der hat den ja angefallen und dann hat er den nicht gekillt? Na gut. Ja. Kann ich vielleicht auch noch mitleben. Aber das sieht für mich wieder alles so. Also, worauf läuft das hinaus? Ach, ich weiß ein Aaron Tyler Johnson, der Quicksilver. Genau. Stimmt, der war Quicksilver. Stimmt, da erkenne ich den. Ich wollte gerade sagen, den Typi kenne ich doch, der Craven gespielt hat. Tja. Haben wir noch nicht gesehen. Gucken wir mal. Vielleicht wird der mega cool. Aber wieso macht man sowas? Weil ihm vielleicht langsam die Schauspieler ausgehen? ganz ehrlich. Wie heißt der denn? Aaron Tyler Taylor Johnson. Ich spring morgen ins Löwengehege, damit ich krass werde. Ja. Das hier nur an alle empfehlen, ja, alle, die krass werden wollen. Ja, lasst euch von einem Löwen beißen. Wissen das wir jetzt, richtig, ja. Das richtig, Bobby, das werde ich gleich machen. Aber, das finde ich dann aber wirklich weird. Also, dass die da unter, also die gleichen Schauspieler aus dem gleichen Universum für unterschiedliche Rollen nehmen. Naja. Das ist irgendwie nicht so opti-fopti. Nee. Killmania donated 3 Euro. Mal gucken. Gibt es auch noch Tierlists zu zum Beispiel Filmen von Tarantino oder Nolan? Nolan-Filme, alles mindestens B. Aber außer Tenet. Ja, du müsstest sie ja zueinander raten. Nolan und Dingens in einer Liste. Ja, das wäre auch cool. Cristiano Ronaldo hat uns gerade 60 Monate gesubbt. Dankeschön. Alter, dankeschön.
Ja, pass auf, machen wir mal weiter. Ich kann Kraven nicht einordnen, habe ich halt logischerweise noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. I'm Groot. Aber so richtig gehuckt hat mich der Trailer jetzt auch, ehrlich gesagt. Mich auch nicht. War auch ein bisschen Trash dabei. Ja, ja, klar, dann wird das bei Feeds mit Live hochgeladen. I Am Groot habe ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Sie ist bestimmt auch so eine Miniserie. Ja, wahrscheinlich. Packe ich vor den Christmas I Am Groot, weil das gucke ich mir eher an. So. Ja, von mir aus. Deadpool 2. Den fand ich gut. Mhm. Ich mochte beide Deadpool-Filme. Mhm. Ich fand ehrlicherweise Deadpool 1 besser als 2. Aber nicht viel. Und ich fand beide echt gut. Also ich würde sagen mindestens A. Okay. Ich habe Deadpool 2 nicht gesehen. Weil du Deadpool 1 schon so schlecht fandest, dass du den zweiten nicht mehr angeguckt hast. Vielleicht. Okay, krass. Ja gut, ist ja okay. Geht unsere Meinung halt auseinander. Tja. Ja, ist auch okay. Also ich würde ihn halt trotzdem bei A einsortieren, weil ich Deadpool 1 sogar auf... ich hätte halt Deadpool 1 auf sogar vielleicht in S einsortiert und Deadpool 2 auf A. Deadpool 2, ja, okay. Weil da geht es halt auch wieder um Zeitreisen und Zeitreisen finde ich immer irgendwie... Ja, außer in Back to the Future. Außer in Back to the Future, ja gut, aber das ist halt der OG, weißt du? Okay, Deadpool 1. Pass auf, die Vorgeschichte, die ich Moment, ich muss dir kurz einsortieren. Den fand ich besser als Strange, den fand ich besser als Thor. Deadpool 1 habe ich noch nicht. Ja. Achso, Deadpool 2 hast du noch nicht einsortiert. Okay. So, okay, Deadpool 1. Deadpool 1, ich habe den sehr spät gesehen. Der kam damals ja an Valentinstag raus. Und ich habe den nicht gesehen bis, ich glaube, 2-3 Wochen später oder so erst. Und die ganze Welt hat erzählt, wie arschgeil lustig dieser Film ist. Also bin ich ins Kino gegangen, habe mir gedacht, geil, ich lache mir gleich völlig den Arsch weg. Und dann ist das halt so typisch gewesen mit dieser Erwartungshaltung vielleicht auch, dass ich halt im Kino saß und zwischendurch immer so... Fertig. Also ich habe viel zu laut lachen müssen, als der Spruch kam mit deinem Gesicht sieht aus wie eine Mischung aus einer Avocado und Freddy Krüger, die richtig, richtigen Hatefuck hatten. Fand ich lustig. Deswegen, ja, Deadpool 1 wäre für mich vor Guardians sogar noch. Okay. Deadpool 1 kommt für mich hinter Captain Marvel. Nee, vor Captain Marvel. Ja, ist okay. Oh. Deadpool 1 fand ich richtig, richtig gut. Gut, was haben wir? Loki. Oh, Loki Season. Oh, das ist Season 2. Lol, wir haben beide Seasons separat hier drin. Wait, das heißt, von allen anderen Serien gibt es noch keine zweite Staffel? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Okay, das heißt aber, ich muss Loki Season 2 und 1 einwerten. Dann setze ich die einfach hintereinander. So, dann ist gut. Ich habe auch. Also, tut mir leid, Chat. Wenn ihr den cool fandet, ist doch super. Ne, ich glaube, wenn man halt alles geil findet, dann hat man ja auch eigentlich immer Spaß daran. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wollte schon Ryan Johnson sagen. Ryan Reynolds, genau. Der überspielt die Filme auch immer so krass. Genauso wie bei, was habe ich noch mit dem gesehen hier, wo der in dieser E-Guy, ne Guy. Ja, 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 genau. Wo der diese NPC-Nummer und so spielt. Ja. Der überzeichnet das immer. Da kommt das ganz gut hin. Free Guy, genau. Weiß ich nicht. Naja. Okay, Loki Season 2, hast du die schon gesehen? Ja, gesehen, ja, ne? habe ich an einem Stück mehr oder weniger durchgehört. Habe ich jetzt einfach hinter Loki Season 1 gesetzt. Ja, okay, werde ich auch machen bei nicht gesehen und deswegen gucke ich dann als zweites vielleicht. So, The Marvels habe ich nicht gesehen. Da habe ich gar keine Ahnung von, aber der Nachfolger von Captain Marvel, und ich stelle mir vor, wer sind die Marvels? Sind das die Murmel? Nein, Quatsch. besser als gedacht, Schmutz. War denn jetzt? War ein geiler es Film, Schmutz. War ein geiler Film. C, okay, Schmutz. Da trifft ihr aber auch auseinander, Leute. Ja, Schmutz 9000. Das ist halt auch wieder ne, der gleiche Grund wie immer. Kumpel von mir hat mir erzählt, Junge, bitte auf gar keinen Fall, spaß dir komplett. Ich habe mir gedacht, nicht gesehen. Ja, habe ich. Viel auf andere Leute fällt mir gerade auf. Ja, ich auch. Nicht gesehen. What If? Season 2? Ja, da ich What If 1 nicht gesehen habe, habe ich 2 auch nicht gesehen, setze ich dahinter. Echo. The Dolphin? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ist das so eine Netflix-Serie auch?
Weiß ich nicht. Ja, nee, Disney steht da unten drunter. Hulu und Disney. Hulu, Lulu. War okay. Ja, okay. Kenne ich nicht. Nicht hab gesehen. Hab ich nie von gehört. Nicht gesehen. Echo ist die Frau aus Hawkeye? Welche Frau aus Hawkeye? Warte mal. MCU, Moment. Echo. Echo. Echo Fernsehserie. Ja. Maya Lopez. Alaka Cox. Stell dir eine Spin-off zur Serie Hawkeye da. Ich kenne sie nicht. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Keine Ahnung. Boah, okay. Gut, Madame Web. Das habe ich sehr viel auf Social Media drüber gelesen, über die PR-Tour, die Dakota Johnson, ja, wie jeder andere Schauspieler bei fast jedem anderen Film ja auch machen muss. Und da sind sehr lustige Sachen teilweise bei rumgekommen, weil sie entweder erzählt, wie geil sie die Marvel-Sachen alle findet, aber dann irgendwie doch alles wieder, also nichts gesehen hat. Die PR-Tour war, glaube ich, unterhaltsamer als der Film. Aber den habe ich genau deswegen auch wieder nicht gesehen. Weil auch da, also da wurde wirklich geschrieben, der ist schlechter als Morbius. Bla bla, Morbius, war ein Flop, war noch im Web. Wurde nicht von Kritikern in der Luft zerrissen, sondern auch in den Kinos sogar noch dramatischer untergegangen als Morbius. Ja, das soll der schlechteste Start auch gewesen sein von... Ja, aber war hab ich so oder so oft nicht gesehen. War wohl nicht so gut, der Film, ja? Hatte wohl so ein, zwei Lücken. Hab ich noch nicht gesehen. Klapp passt doch irgendwie wieder ins gleiche Muster, habe ich das Gefühl. Ja. Schlechter als Wolf-Team. So, sollen wir jetzt nochmal... Jetzt haben wir alle gemacht. Jetzt haben wir alle gemacht. Okay, möchtest du nochmal irgendwo drüber reden? Noch mal drüber? Wir können gerne nochmal kurz irgendwo drüber reden. Sollen wir unten anfangen? Also ich bei nicht gesehen, bleibt halt da, ne? Ja, gut, okay. Schmutz. Was hast du noch bei Schmutzi-Schmutz? Du hast noch Morbius, Eternals geht, glaube ich, klar. Ich glaube, Schmutzi-Schmutz, da sind wir uns einig. Ja. Da wird nichts geändert. Die Jessica Jones habe ich da hingepackt. Hm. Ja, das ist bei mir der letzte vor Schmutzi-Schmutz, glaube ich, okay. Captain Marvel ist sozusagen die Bindung bei mir zwischen D und Schmutzi-Schmutz. Ja, verstehe ich. Also gehe ich mit. Ich will Captain Marvel auch noch... ich habe Shang-Chi halt nicht drin, weil ich den nicht gesehen habe. Okay. Ich fand Ant-Man und The Wasp halt aber auch so unfassbar bad. Ich glaube, ich würde Captain Marvel einfach vor Venom 2 packen. Ja, da habe ich den gerade auch. Ich habe den quasi auf D2. Ja, Läufer auf D2. Ja. Dann packe ich, pass auf, Chat, weil ihr so, ne, weil ihr so nett seid, dann packe ich Deadpool. Auf Schmutzi-Schmutz. Nee! Ich überlege gerade, wie weit ich hier nach vorne ziehe. Ja, guck mal. Der kommt bei mir zwischen Captain Marvel und Ant-Man and the Wasp. So. Also, Ant-Man and the Wasp ist bester D-Film, richtig? Bei mir auch, ja. Also, da bin ich mit der Reihe auch eigentlich ganz zufrieden. Ja, ich umso länger ich mir die angeguckt habe, umso mehr würde ich gerne Wakanda Forever da noch mit reinmachen. Wo ist denn der bei dir? Der ist bei mir der vorletzte von C. Und eigentlich nur wegen der Tribute-Geschichte. Aber ganz ehrlich, das macht den Film leider nicht gut. Das ist zwar eine schöne, respektvolle Szene, aber der Rest vom Film ist halt echt absoluter Crap. Und deswegen würde ich ihn von Wakanda Forever, würde ich aus C am Ende, würde ich tatsächlich, also ich werte den ab hinter Hawkeye noch bei Schmutzig Schmutz. Oh mein Gott. So krass ist der Respekt dann doch nicht. Der Film ist so scheiße. Oh mein Gott. Ja, okay. Siehst der musste doch aus C raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, warte mal, pass auf. Was habe ich denn nicht gesehen? Deadpool 2, den hast du sehr weit oben. Aber ansonsten, alles andere, was du eingerankt hast und ich nicht gesehen habe... Loki. ...wäre nur Loki und dann der Beste ist... Der letzte von C war Black Panther. Moon Knight auf B noch. Echt? So gut fandst du das? Ja,
Aber heißt, okay. Also B ist jetzt nicht so gut, ne? B ist schon ziemlich gut, wenn ich mir angucke, was sonst so in C da rumgeiert. Ja, aber B ist ja schon, guck mal, von dem, wenn wir haben, ist B ja die Mitte. Das ist in der Mitte am also, Ende. Ich habe in A, B und C halt, ne, wir haben ja Unterschiede, aber ich habe in A, B und C gleich viele Filme. Und B ist schon nicht schlecht. B ist so okay. A ist gut und ja, Moonlight ist so okay. Okay, ja, krass. Dann aber Moonlight ist jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht, dass ich dann mache, Christian, Moonlight musst du gesehen haben, nee, ja? Nee, aber dann kann ich den in der Liste hiervon nicht gesehen, nach aber vorne packen aber zumindest. Aber ich denke so, den kann man sich ja halt geben. Aber das ist auch, aber auch nicht schlimm, wenn du das jetzt verpasst haben solltest. Das ist halt ja, auch nicht so schlimm, aber... Ja doch, gibt so Filme, da würde ich ja sagen... Ja, das stimmt. Weiß bei nicht. Allem, was oben steht. Ja. Okay, dann hast du bei C Black Panther. Ja, und das ist doch freundlich von mir. Ja, okay. Dann haben wir, pass auf, dann haben wir auf einer Ebene Spider-Man 2, ja, haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen belabern lassen, aber es ist okay, dass der hinter Ant-Man ist. Black Widow ist da auch nicht so verkehrt. Ja, und dann kommt ja Spider-Man 2. Spider-Man 2 ist einfach 2. Der erste Spider-Man ist besser als die da sonst stehen, von Holland. Ich glaube, damit bin ich noch in Ordnung. Ich bin mit C eigentlich auch okay. Ich bin eher, wenn ich ganz ehrlich bin, so, wenn ich ein bisschen nach oben gucke, noch so überlegen, ob ich, also ich überlege halt so, ja, wobei der Sprung wird zu hoch. Lass erst zu B gehen. Okay, B. Was hast du denn da so bei B? Da haben wir Spider-Man 3. Ja. Thor, Love and Thunder, also Thor 4. Alter, ich fand Venom, glaube ich, doch nicht besser als Thor, Love and Thunder. Ich glaube, den switche ich. Einfach nicht, um Thor aufzuwerten, sondern um Venom ein bisschen abzuwerten. Ja, okay. Ja, kann man machen. Dann haben wir Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man 1 mit Garfield. Ja, was das, ist ja mit da dem, noch mal? Das ist ja mit dem Sandmann. Ach Gott. Und den ich glaube, der müsste sogar noch bis nach C runterrutschen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch gerade am überlegen, scheiße, der muss runter. Ja, und zwar hinter Ant-Man. Ey Leute, Andrew Garfield war viel geiler als Tobey Maguire. Ey, lass mal alle Andrew Garfield-Filme da hinten stehen. Achso, nee, das war der mit dem Lizard. Das war der mit dem Lizard. Ja. Sandman war Spider-Man 3. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen Spider-Man 3 nochmal abwerten. Moment, wo ist denn Spider-Man 3? Ja, der mit Tobey, oder? Nee, der mit Tobey. Ach doch, stimmt, der mit Andrew Tobey. Garfield hat nie einen dritten gekriegt, den haben sie ja voll rausgeschmissen. Stimmt, okay, warte auf, dann bin ich dafür für Garfields Spider-Man hinter Ant-Man? Den ersten Spider-Man hinter Ant-Man? Ja. Dann hast du beide Amazing Spider-Mans direkt hintereinander. Ja, guck mal, so aufbauend. Scheiße, jetzt sind doch plötzlich alle Tobey Maguire-Filme vor... Ja, aber Tobey war vielleicht einfach doch der bessere Schauspieler. Ja, vielleicht ja irgendwie doch. Wenn ich da, ja, ich meine, das ist der kommt ja auch ein bisschen auf die Filme an und wie, was da so passiert ist, ich, und so. Ja, mittlerweile. Ich okay. Finde eine Sache schön bei mir. Bei mir passt Shang-Chi mit Hawkeye, dem Ding, irgendwie cool als ein Symbol. Das sieht aus wie so, als wenn die Beine von dem so ein Pfeil nach unten wären. So. So, okay. Okay, Venator, Guardians 2, hinter... Weiß ich auch nicht, ob ich Spider-Man 1 so geil fand hinter Guardians 2, aber ist okay, weil, wie gesagt, die Nummer mit dem ganzen Gott und so ja, war ja halt, die war bis zu dem Zeitpunkt cool, auch wieder bis die rausgefunden haben, dass er halt böse ist, und dann hat sich das Ganze ein bisschen gezogen. Und davor auch. Witzig war, sind halt immer die Kommentare, es sind sowieso immer die Kommentare von Drax, weil der doch da rausgefunden hat, wie, haha, keiner liebt dich oder so. Ja. ich fand auch... keiner liebt dich. Ja, dann... bin ich, glaube ich, mit B erstmal so zufrieden. Ja, wo ist Iron Man... Das stimmt, wo ist Iron Man 2? Iron Man 2 ist... Ja, bei A, doch, der klar, drittletzte. Ja. Ja, kommt noch. Genau, also dann sind wir mit B auch erstmal zufrieden. Ja. Lassen wir da den Winter Soldier.
Ich wüsste halt nicht, wohin damit sonst. Ich meine, ich fand den jetzt nicht noch schlechter. Nee, das nicht. Aber ich fand den auch nicht unbedingt besser. Nee, das ist für mich schon ein guter Anführer für die B-Riege. Ja, ist auch so. Also ist ja. B+. Alter, Soldier muss hören, Top 5. Alter, Spitznicker, da kriegt einen 3-Tage-Bann, Alter. Was ist das denn für eine... Das ist keine Meinung. Also, das ist einfach falsch. Worüber wir diskutieren könnten, Chat, wäre A ganz hinten. Aber das bringt dann auch nicht mehr so viel, weil das ist im Endeffekt ja auch nur ein Platz weiter vorne. Ja. Eigentlich nicht mal. Nur ein halber. Ja, deswegen, okay. Spider-Man. Den ersten, den fand ich gut. Ich fand die Prämisse cool. Ich fand das Ganze, wie er gebissen worden ist. Er entdeckt seine Fähigkeiten. Onkel Ben stirbt und. Das fand ich alles gut gemacht. Die Szenen, wie der sich da rumgeschwungen hat, waren auch damals richtig geil. Ja. Wann da? 2003? 4? 11. September halt, wa? Dem 11. September. Nee, Moment, dann war es früher. 2002, 1, irgendwie so. Tobey Maguire. Wer heißt denn der überhaupt? Das ist ja nicht The Amazing Spider-Man, ne? 2002. Okay. Boah. Iron Man 2. Ja, bin ich mit d'accord. War jetzt der schlechteste Iron Man-Film, aber ist immer noch gut. Ja, bin ich dabei. Und ich fand, wie gesagt, Doctor Strange, ich fand die erste Prämisse auch cool. Ich fand auch Dormammu und so weiter, auch finde ich eine coole Szene bis heute. Aber er den am Ende auch verarscht und so, ne? Ja. Thor, fand ich einen super Film. Ja. Der erste Captain America. Ich glaube, ich fand Thor sogar besser als den ersten Captain America, wenn ich ehrlich bin. Ich habe kurz gezuckt, ob ich Doctor Strange noch ein bisschen nach hinten schiebe, also nicht von A runter. Aber okay, nee, dann lassen wir den da stehen, aber dann also ich lasse Captain America vor Thor. Okay. Den fand ich irgendwie cooler. Ja, dann lassen wir den da. Gut, dann kommt bei mir halt noch Deadpool 2 und dann Avengers ist der beste Age of Ultron ist der beste A-Film. Ja. Okay. Und dann haben wir noch Iron Man 3, jetzt der schlechteste S-Tier-Film. Hulk haben wir eingerankt hier, wer hatte das gefragt? Ja, bei mir nicht, ich habe Hulk halt nicht gesehen. Ach so, ja stimmt, Bram hat den nicht gesehen, ich habe den eingerankt bei C auf dem zweiten Platz. Ja. Also ist schon so okay, wobei ich mochte den eigentlich, pack den B hinten hin, so fuck you. Er gönnt einfach die Plätze. Ich habe Hulk jetzt 2 Plätze gegönnt, der ist bei mir okay, minus hinten. So. Jetzt kommen wir zu S. Ja. Iron Man 3. Ja. Ist S. Definitiv. Also, Guardians of the Galaxies habe ich dann. Volume 3 ist S. Ja. Deadpool. Kann man sich, kommt da bei mir. Gut hinter gucken. Spider-Man Guardians fand ich of auch. The Galaxy 1, mega nice. Spider-Man fand ich mega nice. Ich mochte den Fanservice. Ich fand das gut umgesetzt. Ich auch. Ich fand das mega gut. Habe ich den nicht mit Jules geguckt? Und der ist halt völlig ausgerastet in diesem Film. Deswegen, vielleicht hat es auch noch so ein bisschen damit dabei gespielt, aber der Film war echt geil. Vor allen Dingen, weil der Rest drumherum echt scheiße ist. Also von dem, was da rausgekommen ist. Ja. Iron Man 1, Safe-Ass-Film. Ja, definitiv Civil War. Also da müssen wir gar nicht drüber reden, dass halt S-Filme sind. Die Frage ist eher noch, müsste man was tauschen? Ich bin ganz ehrlich. Ich bin überlegen, Civil War. Noch weiter nach vorne oder nach hinten? Nee, nach vorne irgendwie nicht. Ich finde, er passt da halt gut hin, weil du hast halt die Infinity War-Reihe, dann hast du den ersten Avengers und Civil War ist für mich so Avengers 2,5. Ja, der ist so ein gutes Bindeglied zwischen Avengers und einem einzelnen halt. Deswegen heißt der auch nicht nur Captain America The Civil War, deswegen heißt der auch Civil War. Ja. Und das macht schon Sinn. Oder heißt der Captain America Civil War? Der heißt... Es gibt ja bald, oh mein Gott, als ich im Kino war hier in Poor Things, kann ich übrigens jedem empfehlen, hat mit MCU und so überhaupt nichts zu tun, gar kein Peng Peng Bam Bam, ist über eine Frau, gespielt von Emma Stone, die wie mit einer leeren Festplatte durch die Welt eiert. Also die hat halt keine Erfahrung, keine Hemmungen, die ist einfach so ein wie so ein Kind in einem erwachsenen Körper und der war echt cool.
Und ja, man sieht die öfters mal Dinge mal. Ich würde ihn vielleicht nicht gucken mit Leuten. Also ich würde jetzt nicht sagen, mit jemandem, mit dem ich nicht über Sex reden kann, würde ich mir diesen Film direkt angucken. Okay. Aber ja, also warte mal. Pass auf, der Film heißt, ist kein Scherz. Der heißt, am Original heißt der Captain America Civil War, aber wir sind ja Deutsche, deswegen heißt er hier The First Avenger Civil War. Natürlich. Boah, das ist auch wieder so eine Sache. Warum Deutschland? Warum? Da muss ja Herzblut und auch Grafik und alles reingeflossen sein. Warum? Ich verstehe halt einfach nicht, weil Captain America ist ja sozusagen ein Superheldentitel oder Namen von mir aus oder sowas. The First Avenger ist. Warum nimmt man das im Deutschen? Keine Spoiler bitte. Nee. Also wie gesagt, ich hoffe, Emma Stone kriegt für Dings Poor Things einen Oscar, weil das hatte ich schon echt gut gemacht, war echt cool. Ja, weiß ich auch nicht. Also, aber ist ein Bindeglied und deswegen, ich finde, der passt da gut hin, weil jetzt kommen die Avengers-Filme. Avengers 1 war damals so ein Sammelsurium von den geilen Superhelden. Das hat mega Spaß gemacht im Kino. Und die haben danach Shawarma gegessen. Ja. Das fand ich gut. Bin erstmal pro Shawarma seitdem. Weil Avengers besser gelaufen ist. Ach so, wegen dem Namen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Also ja, das macht Sinn. Captain America ist schlechter gelaufen als die Avengers und deswegen hast du gesagt, komm, das ist einfach ein Avengers. Ja, warum haben die den dann im Amerikanischen nicht umbenannt? Ich weiß nicht. Das ist mit Winter Soldier genauso. Im Original heißt der Captain America The Winter Soldier, im Deutschen heißt der nur The Return Winter of the First Avenger. Deswegen habe ich da auch immer Probleme rauszufinden, welcher mit dem Winter Soldier ist, ja genau. Keine Ahnung, aber der passt da super hin. Avengers und also Infinity War und Endgame sind, also die würde ich nicht unbedingt direkt hintereinander gucken, wobei an einem geilen Abend vielleicht schon, aber die sind so ein bisschen auf einer Ebene ein bisschen besser, weil ja. Infinity War, das war auch, also Endgame hat sich damals auch so angefühlt, als könntest du jetzt zumachen, da kommt nichts Besseres mehr, bisher ist es auch so geblieben, was echt schade ist, weil ich meine, von guten Filmen hat jeder was, ne? Weil die machen aber Spaß. Gefühlt fehlte dann so der nächste Gegner. Ja, vor allen Dingen ist so das Problem, jetzt geht halt alles wieder von vorne los mit einfach neuen Leuten. Und wenn man, also hat ja auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, weil wenn ich jetzt nicht irgendwie von 2008 bis, wann kam denn Endgame nochmal? 2020? 19? Also wenn ich halt in diesem Zeitraum nicht die ganzen Filme alle gesehen habe, sondern irgendwie jetzt ins Kino renne als Jugendlicher seit 2000, keine Ahnung, 18 oder 19, dann habe ich da wahrscheinlich auch noch nicht die Sicht darauf, dass mir die ganzen Superheldenfilme alle zum Hals raushängen. Die neuen Helden sind auch einfach nicht cool. Da bin ich komplett bei dir. Ich finde viele von den neuen auch nicht cool. So, gerade hier dieses, was sie versuchen mit Falcon und Bucky, verstehe ich nicht. Dann verstehe ich diese ganze Miss Marvel-Geschichte, hätte man sich komplett sparen können, meiner Meinung nach. Also ja. Ich kann ja verstehen, dass das in den Comic-Vorlagen so ist und dann irgendwie auch der Falcon irgendwie im Captain America wird. Da ist es ja dann, glaube ich, auch so, dass halt Thor hier dann von, wie hieß die noch, Jane? Wie hieß die denn im Film noch? Also hier Natalie Portman, dass ja. Die dann Thor übernimmt und so. Das ist ja auch alles okay, aber da bin ich dann auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil, also Natalie Portman ist halt ein anderer, wirklich Charakter, als ein Chris Hemsworth. Also absolut. Nicht schlechter oder so, aber halt einfach anders. Und den müssen die halt in die Story reinkriegen. Ja, wobei die ist ja jetzt bei der ja nicht mehr. Ah ja, stimmt. Ah ja, Moment. Ach ja. Ja, aber ne, kommt bei dem nächsten genauso hin. Also du kannst jetzt nicht wieder einfach hingehen und quasi den gleichen Thor machen, nur nicht als Chris Hemsworth oder den gleichen Captain America, nur dass er jetzt halt der Falcon ist. Ich bin da bei dir. Hachi, Dank für den Raid. Ja, ich würde sagen, das ist unsere Liste final. Ja, bin ich auch. Sehr gut, haben wir es gemacht. Das war echt krasser, als ich dachte. Vor allen Dingen, also nicht anstrengend, aber schwieriger.
Also ich habe gedacht, weißt du, so, ja, du hast so in 10 Minuten hast du das fertig. Ja. Ich dachte mir, ja, dachte ich mir. Das, ja. Dachte ich auch, dass das schneller geht. Jetzt lassen wir da knapp 2 Stunden 42 dran. Ist auch ein wunderschöner Moment, um jetzt auch hier um 20 vor 10 euch weiterzuschicken. Und zwar schicken wir euch jetzt noch zu den Freuds, würde ich sagen, denn die sind heute im 15-Stunden-Stream. 15? Was machen die gerade? Jetzt gerade gucken die ein Video, die reacten auf ein Video, wo die selber in einem Video sind, wo die auf was reacten. Ah, das kenne ich. Wo Gong auf die reactet. Ah, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall sind die heute im 15-Stunden-Stream, da wollen wir natürlich ein bisschen Unterstützung da lassen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns morgen früh wieder zum Aufnahmestream und morgen Abend dann um 19 Uhr auch noch für einen kleinen Zock. Ja, morgen spielen wir abends PUBG Public, das wird lustig. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Und morgen Mittag spielen wir Breakfast und Podcast. Genau. Ja. Also, ja, hab ich nicht. Schöne Grüße an die Freuds, hat Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Donations und so weiter. Das war für heute ein Test, heißt nicht, dass das jedes Mal so ist. Aber vielleicht schon. Bis dann. Ciao. Tschüss. Süßigkeiten oder so nächste Woche.